I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. So, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Hallöchen, Tragadidi. Hallöchen, Wasser 100. Ja, was soll ich sagen? Corona hat immer noch vollen Einzug.
Stimme ist ein bisschen besser. Kopfschmerzen sind ein bisschen weiter runter. Ich schmecke immer noch nichts. Ich rieche immer noch nichts. Aber naja, ich bin hier, ne? Hey, Andi Stein, Grüße an dich. Und Grüße natürlich auch an die Lady. Ich hoffe, euch da draußen geht es soweit allen gut. Ich würde sagen, dadurch, dass ich nichts sagen kann, ob der... Du bist also geschmacklos. Absolut. Absolut geschmacklos. Da ich nicht weiß, ob der Brutzi heute kommt, würde ich einfach sagen, wir starten einfach mal bei The Forest durch. Hatte ich mit ihm abgesprochen. Also ich darf alleine am Speicherstand weitermachen. So, dann Sekunde. Machen wir das hier mal so. Das machen wir mal so. Grüße zurück. Vielen lieben Dank. So, na dann. Switchen wir mal rüber ins Gaming. So. Ich weiß gar nicht, wie laut wir das letzte Mal hatten. Aber müsste, glaube ich, gehen. So, falls Brutzi noch kommen sollte, joint er dann einfach dem Match einfach dazu. Mir geht's gut, außer Handgelenkschmerzen seit heute Morgen so wach geworden. Oh, das kenne ich so. Ab und zu, da pennt man so auf seinem Arm. Und dann ist er wie tot. Hast du private Nachricht auf DC? Habe ich mir schon auch angeguckt. Sind erst heute früh dazugekommen. Alles gut. Ich habe die mir jetzt vor, ich glaube, 10 Minuten oder was, hatte ich es mir mal angeguckt, die Dinger. Aber diese Teile, die sehen aus wie die von der Lady. Oh, die Lady, die hat ja heute eigentlich Marmorkuchen gemacht, ne? Und dann immer dieses, na, schmeckt's? Wo ich mir dann denke, bestimmt, ich weiß es nicht. So. Oh geil, ist der Loot respawned. Das ist cool. Da sagst du nicht nein, ne? So, warte mal, ich muss auf meinem Kopfhörer ein bisschen leiser machen. Na, habt ihr denn schon tolle Pläne fürs Wochenende gemacht? Flintengewehrmunition. Oh, schleudert den Porchen zu Boden. Hey, Elysion, grüß dich. Na, wie geht's dir? Alles gut bei dir? So, warte mal, ich muss hier, glaube ich... Ach nee. Vielleicht muss ich hier ein bisschen leiser machen. Ach, Käse. Da. Gehe ich da mal auf 60 runter. So. So. Ja, wenn irgendwas ist, sagt einfach Bescheid. Wisst ihr Bescheid, ne? So. Also theoretisch, wenn ich Bock hätte, ne, könnte ich jetzt hier alles einsammeln, speichern, laden, einsammeln, speichern, laden und so weiter, ne? Das wisst ihr ja. Nicht so, wie es der Erfinder geplant hat, denke ich mal, ne? Ach, ich brauche ein Seil. Den Kuchen müsste ich schon in der Ausbildung backen, aber essen durfte ich die noch nie. Hä, wieso? Man muss doch sein eigens gekochtes, muss man doch zumindest mal probieren, damit man sagen kann, habe ich gut gemacht oder habe ich nicht gut gemacht, ne? Ich bin auf einer Feier. Eine ehemalige Arbeitskollegin hat geheiratet und feiert Samstag mit Freunden. Oh, das ist auch nett. Ich habe mir überlegt, ich könnte ja mal in die Oper gehen oder so, ne? Nee, also, ich war ja heute wieder beim Arzt, nicht wahr? Ja, und das Arztgespräch, das war ungefähr so informativ wie eine Gebrauchsanleitung für einen Luftballon. Konnte jetzt auch nicht viel machen, hat mir halt wieder ein paar Tabletten verschrieben. Hier, um Kopfschmerzen loszuwerden, ein bisschen was für den Hals. Hallo Eichhörnchen. Ja, und
Ich soll halt am Sonntag noch mal so einen Schnelltest machen, nicht wahr? Und gucken, was dann bei rumkommt. Bin ich mal gespannt. Ach, der Herr Kevin. Konnten wir es einrichten, ja. Schön. Es war für eine Feier der Kuchen und deswegen noch nie gegessen. Ach so, ja, das verstehe ich ja dann. Na du? Guten Tag. Ist eigentlich, wenn man es mal genau untersucht, ne, eine humane Art, für ein Tier zu sterben. Es ist sofort tot. Spürt wahrscheinlich noch nicht mal mehr den Druck des Baumes. Ja, ja. Aber ich bin ja guter Dinge. Und lass mich auch von sowas nicht unterkriegen. Wieso auch? Oh, Moment. Ist das Brutzi, der da schreibt? Oh ja. Ja, okay. Eventuell ist der Brutzi dann auch bald da. Das wäre natürlich toll. Oh, kennt ihr diese Sabatons? Also jetzt nicht die Band, sondern auf Twitch dieses Format. Jedes Mal, wenn einer quasi einen Sub reinschmeißt, dass sich der Stream dann verlängert. Das habe ich heute mal bei Schlorox habe ich das heute mal gesehen. Da habe ich heute Mittag mal reingeguckt. Da war der irgendwo, ich glaube, bei 130 Stunden oder 120 Stunden, die er noch streamen musste. Jetzt habe ich vorhin noch mal reingeguckt. Jetzt ist er bei 150 Stunden. Also, wenn du eine recht große Community hast, ne, wirst du damit auch nicht glücklich mit so einem Ding. So, wie war das? Du musst hier holen. Stämme und ich dachte, er kann die Lager hier, kann der damit befüllen. Naja, dann soll er es fallen lassen. Nächste Woche wie wild und komisch in der Ausbildung. Wieso das denn? Naja, manchmal ist halt komisch, ne? Das macht Spark of Phoenix so 12 Stunden Streams bis Zeit aufgeholt. Bis die Zeit aufgeholt. Das verstehe ich nicht. Welche Zeit möchte er denn aufholen? Also jeder Sub verlängert den Stream um eine Minute. Und jetzt kannst du ja mal rechnen, der ist ja da um Stunden, ist der ja da nach oben. Und die Leute, die, ups, da bleiben, die schmeißen da ja echt wie wild, schmeißen die ja da mit Subs um sich, ne? Das ist ja mega krass. Die ballern da so hunderter Subbomben raus, also das war ja, als wäre es nix. Wo ich mir denke, hä? Warum kann der das Lager vielleicht nicht füllen, weil die voll sind? Okay. Ja, warum nicht? Dann denke ich mir aber, hey, der kommt doch sowieso dann jeden Tag online. Oder verstehe ich dieses Prinzip dann irgendwie nicht? Ich meine, klar, irgendwo ist es dann schon lustig, wenn dann halt einer verzweifelt oder so schier verzweifelt, sage ich einfach mal, ne? Wenn der Timer nochmal um 1,5 Stunden nach oben geht und nochmal um 1,5 Stunden. Was ist denn das für einer jetzt? Wie ein Affe von Baum zu Baum. Kommt der hier hoch? Ich hoffe nicht.
Der macht dann schon mal einen Monat oder länger jeden Tag von 12 bis 24 Uhr. Okay. Naja, wenn du keinen Job hast, ne, dann kannst du das machen. Was ist denn das hier? Eichhörnchenstraße. Wegen Projekten woanders sind und dann noch irgendwie Ausbildung ohne Ausbilder. Die haben für den Tag andere Ausbilder und der wird komisch. Ja, das ist immer ein bisschen komisch, wenn man dann nicht seinen eigenen Lehrer hat, weil der kennt einen ja auch dann nicht, ne? Ich will mal was versuchen. Hey Kumpel! Oh. Der macht mein Haus kaputt. Oh nein, achso. Genau, du hau ab. Das ist Kevin. Hier, fang. Uiuiui. Mann, geh aus dem Menü raus. Wo ist er hin? Der nächste, der mein Haus kaputt macht. Na, gib mir mal den Speer. Obwohl, gib mir das da. Oh. Kann ich gleich wieder Tabletten fressen, ey. Na klasse. Heute E to respawn. Wo respawn ich jetzt? So, wo bin ich jetzt hier? Also, Sekunde. Es gibt mehrere Arten von Mutanten, glaube 6 oder mehr. Ah, okay. Man hört heute ganz schön an der Tastatur. Ja, es liegt daran, dass ich das Mikro weiter nach oben, nach vorne geholt habe, dass ich nicht so schreien muss. Deshalb hört man da jetzt die Tastatur mit. So, aber das ist in der Nähe von mir, oder? Ist natürlich kein Dauerzustand. Das wird natürlich dann früher oder später wieder gefixt. Warte. Montag und Donnerstag muss ich beim Projekt helfen. Das ist, ich denke mal, in einer anderen Stadt. Da wieder mit dem Zug hin und her pendeln und Dienstag, Mittwoch und Freitag heißt es in Ausbildung und dort Aufgaben machen. Und aber dann jeden Tag anderen Ausbilder haben. Naja, prinzipiell finde ich das gar nicht schlimm. Weil im späteren Verlauf lernt man so mit täglich wechselnden Kunden dann umzugehen. Also so sehe ich das jetzt mal. So, warte mal. Ich muss in welche Richtung? Ich glaube, dem Fluss muss ich nach, ne? Nee, ich muss darüber. Dann gehen wir erstmal eine Runde pennen.
Ich hoffe mal, die haben mein Haus nicht kaputt gemacht. Nee. Ihr holt fleißig weiter Stämme. Und eine Runde schlafen. So. Speichern, so oft es geht. Hat das einen Grund? Na klasse. So, da leer. Und diese Viecher, die machen Geräusche. Wäre natürlich lustig, wenn jetzt hier das... Warum guckt das hier durch? Kann man Sachen, wenn die jetzt eigentlich kaputt gehen, kann man die wieder reparieren? Ich glaube, nach dem zweiten Tod ist man richtig tot, wenn einem der Partner nicht hilft, der jetzt nicht da ist. Obwohl ich mir im MP nicht ganz sicher bin. Würde ich gerne ausprobieren, ehrlich gesagt. Dann auch für spätere, wie nenne ich es denn, Experimente. Dass, wenn Brutzi jetzt dann ja auch 4 Wochen nicht da ist, dass ich weiß, alles klar, ich muss aufpassen oder es funktioniert ganz gut. Montag und Donnerstag dürfen wir auch gleichzeitig Ausbilder spielen, wenn wir einen Haufen Schüler haben, um die unter Kontrolle zu bekommen. Das wird ein Spaß und dann auch in der Küche, weil es ein Projekt, wo die Schüler so unterschiedliche Berufe kennenlernen können. Ja, Praktikum, ne? Im Singleplayer ist da natürlich Neuladen angesagt. Jo. Das glaube ich. So, aber ich schmeiß jetzt hier erstmal jede Menge Baumstämme hin. Das ist echt praktisch. Gibt es sowas wie... Ah ne, habe ich gerade gefragt mit Reparieren, ne? Hatte ich gerade gefragt. Ich sage gute Nacht, nur viel Spaß. Jovas 100, ich wünsche dir eine gute Nacht. Wünsche dir dann quasi morgen einen guten Start ins Wochenende. Und viel Spaß beim Schülerbetreuen, ne? Da ist es immer gut, wenn man sich dann mal so zurück in Gedanken ruft, wie man selbst als Schüler dann eigentlich war, ne? Aber schön, dass du da warst, ne? Bis zum nächsten Mal, denn. Ach ja. Oh, ich habe Dings nicht zum Laufen bekommen, ne? Feed the Beast. Weil ich wollte ja da eigentlich einen Shader mit haben. Und das Ressourcenpack, was ich damals so hatte, funktioniert alles nicht. Da habe ich es ja wieder runtergeschmissen. Aber hey, warte mal, wenn wir dann jetzt hier so viele Baumstämme haben, dann können wir ja relativ leicht auch einen Zaun bauen, ne? So einen Wall.
Entschuldigung. So, habe ich noch irgendwas, was ich da aufhänge? Ach ja, klar habe ich da was. So, da gönnen wir uns jetzt dann erstmal schnell ein Stück. Hey du. Bleib hier. Ja? Achso. Da gönnen wir uns jetzt noch schnell einen kleinen Snack. Der hat Blut am Bein. Hat er eine Gesundheitsleiste oder sowas? Nö, okay. So, was ist denn los? Ah, okay. Hä? Was war das gerade für ein... Egal. So, die Gesundheit regeneriert sich ein bisschen. Das ist auch gut. Ah, Längsbalken. Zumindest in die Außenwand sollte man sie mit reinmachen. Ja. Gucken, ob ich die jetzt noch mit reinkriege. Anscheinend nicht. Okay, dann nicht. Oh, das war's. Na gut, dann da weiter. Aber immerhin. Einiges an Stämmen gewesen. Hey, Lady, schönen guten Abend an den geschmacklosen Typen. Einen wunderschönen wünsche ich dir. Ich hoffe, dir geht's soweit gut. Bei der Geschmackslosigkeit würde ich, glaube ich, noch eine ganze Lage. Da habe ich halt echt komplett unterschiedliche Aussagen. Eine Freundin von mir, die hatte auch Corona, die hatte gesagt, nach 2 Wochen war es bei ihr wieder gut, bei... Du hattest ja gesagt, das kann unter Umständen Jahre dauern. Aber ich bin da wirklich an dem Punkt, dass ich sage, hey, ich lasse mich einfach überraschen, wann ich wieder was schmecke und ob ich überhaupt je wieder so schmecke wie früher. Ne? Weil ich hatte ja echt richtig krass sensiblen Geschmackssinn. Dass wenn die Lady gekocht hat, ich einzelne Gewürze mit rausschmecken konnte. Naja, und jetzt dann halt mal gucken, ne? So, aber hier stellen wir es damit auf. Einfach so. Oh, es geht heute relativ gut. Ausgezeichnet, das hört man gerne. Ach, guck mal, wer da kommt, die Lady. The Lady Dreifuß. Oh, ich möchte dann aber, glaube ich, noch mal was testen. Und zwar, wenn ich hier oben oder... Ja doch, entweder wenn ich da oben relativ weit bin oder wenn hier unten keine Stämme mehr zum Entnehmen sind. Wenn ich einmal speichere und wieder lade, ob der Lagerstamm wieder voll ist.
Dadurch kriegen wir hier ein paar Kisten, kriegen wir natürlich dann wieder, aber hey. Hallo. Vielleicht erkennst du ja ihr Gesicht wieder. Ich habe mir das beim ersten Mal schon gedacht, so von Haaren her und so weiter, sieht das aus wie die Tochter, die vermisst wird, ne? Jetzt frisst die schon wieder unsere Vorräte. Aber soll sie mal machen, vielleicht vertraut sie uns dann ein bisschen. Aber in der Vermisstenanzeige stand nichts von drei Armen und drei Beinen. Deshalb weiß ich nicht, ob die das ist. Weil das ist ein Körpermerkmal, das würde ich in der Vermisstenanzeige mit aufschreiben. Ist ja noch eindeutiger wie ein Tattoo, sag ich mal, so ein dritter Arm, ne? Cool wäre es halt, wenn man hier so einen Balkon irgendwie mit herbauen könnte. Das wäre cool. Und wenn sie drei Arme und drei Beine hat, wie sehen denn dann die Eltern aus? Haben die dann auch so Mutanten-Dinger? Naja, ich denke mal, wir werden es rausfinden, früher oder später, ne? In Story. Ja, die Story, die machen wir dann. Da muss ich den lieben Onkel Brutzi, muss ich dann noch fragen, wie es ausschaut, ob er dann bei der Story mit dabei sein möchte. Weil dann würde das hier eher so ein bisschen auf, naja, auf das Survival rauslaufen, ne? So, überleben, Sachen sammeln, blablabla. Ja, mal gucken. Sag mal, Stammhalter ist doch eigentlich leer. Ja, ja, das ist ja das, was ich die ganze Zeit sage, dass ich das extrem gut finde, dass das so funktioniert. Ach nee, jetzt ist leer. Dann möchte ich jetzt aber schnell was testen. Und zwar, ich speichere jetzt einmal. Nein, ich mache, ups, einen neuen Spielstand. Und dann lade ich jetzt mal, ob der Stammhalter jetzt wieder voll ist. Wie du schon sagtest, man kann bei dieser Erkrankung wirklich sagen, dass diese so viele Facetten hat, wie es Menschen gibt. Es ist bei jedem einfach anders. Es sind grundlegende Basiserscheinungen wie Husten, Schnupfen, Kopf- und Gliederschmerzen, wie bei einer normalen Influenza. Alles andere ist von Mensch zu Mensch anders. Das sehe ich ja bei uns in der Selbsthilfegruppe. Richtig, und Tag 4, da müssen wir hin. Ich sag's auch mal so, ändern kann man es im Endeffekt nicht, wenn man es dann hat, ne? Da muss man es so nehmen, wie man möchte. Ich meine, ich bin auch geimpft und geboostert. Ich bin auch gegen Grippe bin ich geimpft, ne? Trotzdem hat es mich halt erwischt, ne? Mein Gott, ist also. Stelle Fallen auf, um kleine Tiere zu fangen. Nö, nö, da schicke ich Kevin los. So. So, einen kleinen Moment mal. Bisschen anders hinsetzen hier. So. Jetzt. Ja, das hier, das ist klar, aber das ist okay, haben wir gesagt. Hä, die Handgranaten hatte ich doch vorhin nicht, oder? Doch, 5 Stück. Naja. So, Stammlager. Ist leider leer. Okay. Hey, der hatte doch Stämme geholt, der Typ.
Na gut, dann gehe ich halt Bäume fällen. Die Gesuchte war Virginia, sehen sich zumindest sehr gleich aus. Namen habe ich mir nicht gemerkt, weil ich mir ja Namen sowieso nicht merken kann. Oh, da kriegt man ja gar nichts raus, das ist ja auch toll. Na gut. So, aber Hütte wird. Der Hütte wird. Also rumliegen, das ist bei Neuladen weg. Und wegen deines Namenmerkens sagte ich das aus dem Jedi. Ach so. Okay. Wie du es sagtest, jetzt heißt es für dich aussitzen und für mich mit den Einschränkungen leben lernen. What else? Ach komm, ich verbau die gleich. Man muss immer irgendwie das Beste draus machen. Wie war das, wenn dir das Leben Zitronen gibt oder so? Dann mach Limonade draus. Oder irgendwie so geht doch der komische Spruch. Ach Mist. Jetzt habe ich mir das Ding gerade selber vom Kopf gehauen. So, du Vollhorst. Hol Stämme und Behälter füllen. Jetzt kann er es machen. Oh weh, du nimmst jetzt meine Stämme hier. Oh, Fische. Ja, die Fischreuse hätten wir irgendwie da so platzieren sollen, ne? Okay, die kommen also vom Stamm der Weißköpfe. Ja, Kevin. Da brauchst du nicht hingehen. So. Fackel, handgefertigte Keule, handgefertigter Speer, handgemachter Bogen. Knochenrüstung, Molotow-Cocktail, Reparaturwerkzeug. Seil, Stein und Stock. Das dachte ich eigentlich ist zum Reparieren hier. Geht. So, dann wartet hier. Nicht? Ah, okay. Okay, Elektroschocks im Wasser sind, glaube ich, keine gute Idee. Sind sie weg? Nee. Wir haben halt noch nicht so viel Medizin, ne? Das klingt, als wäre der nicht alleine. Ja, und fischen will schon. Ja, aber nur dann.
Pass mal auf. Speichern unter diesem Speicherstand. Ich lasse mich jetzt mal umbringen. Mal gucken, ob wir dann komplett im Eimer sind. Entschuldigung. Mann, der macht schon wieder mein Haus kaputt. Ja, ja, jetzt einen auf wehleidig machen hier. Wo ist denn Kevin eigentlich schon wieder? Ah, der versteckt sich bestimmt im Haus. Nee. Ich hätte nicht gedacht, dass der nochmal aufsteht. So. Erstmal essen. Wo ist denn der Arm hin? Naja. Komm, streck den Arm mal aus hier. So. Oh nein. Achso, hä? So, den Rest habe ich nicht eingesammelt, ne? Mist. Der ist halt weggebackt. Oh. So, der kann schön verbrennen. Da kriegen wir wieder ein paar Knochen. So, und ich kann in der Zwischenzeit mal ein bisschen Tee trinken. Auf euch, Freunde. Prost. So, der sammelt. Ich wollte mich ja eigentlich umbringen lassen, um zu gucken, ob der Speicherstand dann weg ist oder nicht. Ne? Naja. Ich glaube, eine Kiste vergessen hier. Mit ein paar Fackeln. So, das war's. Mehr ist hier nicht. Na gut. Weißt du, was mir hier noch irgendwie fehlt? Bei Forest 1 gab es doch so Eidechsen. Die fehlen hier irgendwie. Oder vielleicht habe ich die nur nicht gesehen bis jetzt. So, warte, da lang fallen. Die Lady sagt, sie hat schon welche gesehen. Okay, dann war ich einfach nicht achtsam genug. Na, mal gucken, uns laufen bestimmt noch ein paar über den Weg. Maust du mich an? Trete ich dich. Einfach so ein Kick-Off mit dem Eichhörnchen vollzogen.
Er will deine Nüsse. Nein, kriegt aber nicht. Keine wilden Tiere füttern. Ach komm, ich fäll gleich noch einen Baum. Ich dachte, man kann die Spinnennetze mit der Axt wegmachen. Naja. So. So, nur aber. Wie viele Rehe hier rumfliegen, ne? So. Gut, dass du die voll machst, dann kann ich die nämlich gleich leer machen. Ach, warte mal, wenn wir... Das fällt mir jetzt gerade erst ein. Wir haben ja im Frühling gestartet. Heißt das, es gibt Jahreszeiten? Heißt das, das wird hier auch mal Winter? Ja. Muss ich mir da Vorräte für den Winter? Obwohl die Tiere müssten ja im Winter auch da sein, ne? Das sollte ja dann alles klappen. Ja, Kevin, mach du nur Pause, während ich hier schwer schufte. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ich mich jetzt erschrocken. Da ist er wieder. Ilse-Bilse. Gönnt ihr erstmal einen Schluck Wasser? Ah ne, die wäscht sich. Ja, mit drei Armen ist Waschen natürlich um einiges einfacher als mit zwei Armen, ne? So, alles ein bisschen auf Sicht stutzen hier. So. Kann man Bäume wieder nachpflanzen? Das ist auch eine wichtige Frage. Obwohl das Areal ist ja so groß, ne? Ich glaube nicht, dass wir irgendwie einen Holzmangel haben. Oder bekommen werden. Kevin, Vorsicht, da kommt ein Baum. So. Ging einfach ein paar Koffer durch die Gegend.
So, hier lasse ich aber erstmal offen. Achso, das verwende. Ich will mal was testen. Bäume scheinen eine endliche Ressource zu sein. Ah, okay. Na gut, dann machen wir das so. Finde ich auch nicht so wild, weil Forest ist ja prinzipiell darauf ausgelegt, dass du irgendwann einmal das Spiel beendest, ne? Früher oder später. Die wachsen nach, wenn die Stümpfe stehen bleiben. Okay. Aus Setzlingen drumherum. Hallo Putzi im Übrigen. Schön, dass wir es einrichten konnten. Wie geht's dir? Ich habe hier mal ein bisschen an unserem Häuschen gebastelt. Bin noch auf dem Pott und muss was für Urlaub klären. Ich schaue, ob sich's dann noch ausgeht. Das ist aber eine sehr interessante Definition, wo du deine Urlaubsplanung machst. Nicht, dass die ganze Planung dann für den Arsch ist, weißt du? Habe derartiges noch nicht gesehen oder gehört. Was zeigt, dass ich auch nicht alles... Niemand kann alles kennen. Das Spiel ist jetzt wie lang draußen? Eine Woche. Ich meine, es gibt bestimmt den einen oder anderen, der das Spiel schon durchgespielt hat, weil sie einfach durchgerusht sind wie die Gaskranken. Wäre aber nichts für mich, jetzt in dem Maße. Später, wenn man mal relativ viel vom Spiel gesehen hat, viel mitgemacht hat und bla... Dann kann man mal sagen, jetzt versuchen wir einfach mal, was wir an Zeit bräuchte, um es einfach durchzuspielen. Aber direkt von Anfang an, das ist wie bei WoW, ne? Oh. Da hast du bei WoW dann 100 Euro für ein Add-on gezahlt, dass du dann nach 6 Stunden durchgespielt hast. Wow, die Kohle hat sich echt rentiert. Speedrun-Top sind 7 Minuten irgendwas. Ja, mit Glitches und so weiter, denke ich mal. Daluka, deutscher Streamt, hat 9 Minuten irgendwas gebraucht. Okay. Ja, und was kauft man sich dann von diesem enormen Gewinn? Weil da hängt ja bestimmt auch ein ordentliches Preisgeld mit Goldmedaille hinten dran, wenn man das in so einer kurzen Zeit durchspielt. Ups. Ja, hast du doch gesehen. Oder sehe nur ich den Link? So, du machst weiter, dann fäll ich hier mal weiter. Beim Komma macht der linken Fehler aber theoretisch schon. Oh, nicht schon wieder die... Was macht denn der da? Es hackt. Oh.
Er macht auf jeden Fall lustige Geräusche. Hau ab. Lass meinen Baumstamm hier. Was bist du denn? Kriegst ein paar ins Gesicht? Wer so eine Geste macht, der sollte sie auch einhalten. Klappstuhl. Naja, man lernt ja nie aus, nicht wahr? Ja, jetzt einen auf wehleidig machen. Piekse, pieks, 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 piekse, pieks, pieks. So. So, schnell das Frühstück sichern. Okay, den Arm, den mag er wohl. Der nächste. Boah, die Klauschweine, ey. Ja, jammer leise, Kevin. Schnauze. Scheiß Aktivisten. So, nächster. Na, hättest du mal vorher überlegt, wo du dich hinklebst. Idiot. So, tun wir was für die Umwelt. CO2-Emissionen anheizen hier. So, weil dann heulen die hier nämlich wenigstens nicht rum. So. Zack, zack. Und zack. So, bin kurz nicht im Chat, gleich im großen Rechner. Jupp. Dass die klauen, ist ein schönes Detail. Ich finde es voll gemein, dass die meine Sachen klauen. Meine Güte, ey, da bist du ja nur am Aufräumen hier. Oh, hat mir nicht irgendwo ein Knochenlager? Will ich dann gleich mal gucken. Oh, komm mal mit. So, B war das, ne? Modus wechseln. Dann irgendwo das hier, ne? Knochenlager. Der nächste. Junge, Junge, Junge. Ja, genau. Knie dich ins Feuer.
Ratzdifatzen Knochenlager voll gemacht. So, jetzt muss ich aber was essen hier. Kann man das schon essen? Das ist richtig, man geht mir aus der Sonne hier. Muss man das Zeug hier eigentlich vorher kochen oder? Ja komm, ich koch mir mal ein Bein. Mann, Kevin, hau ab da. Das ist mein Fuß. Wenn du den jetzt isst, hau ich dir das Ding auf den Kopf. Zurzeit kannst du sogar noch Schlechtes aufkochen und es ist wieder gut. Echt jetzt? Cool. Nein, du sollst das essen. So, weiter geht's im Häuserbau. Achso, und dann schmeiße ich das Zeug hier wieder oben drauf, ne? Mann. Das heißt, ich kann jetzt hier die Stützen eigentlich entfernen, oder? Nein. Ach nee, die müssen noch bleiben, damit ich die hier rüber machen kann. Ach, der futtert. Und ratzfatz ist das Stämmelager auch schon wieder leer. So, jetzt warte. Jetzt testen wir das mal fix. Einmal bin ich ja, obwohl ist die Frage, ob man das, ob das der Stand mit abspeichert. Was ist denn hier los? Die kamen alle von da hinten irgendwo. Oh, eine Kiste. Da ist ein rotes Zelt. Ich höre Musik. Junge. Okay.
Alter, oh, habe ich mich erschrocken. Oh. Ich hatte jetzt nicht damit gerechnet, dass das Ding explodiert. Ah, guck mal hier. Moin. Gesundheit. Lass uns ein Spiel spielen. Ich kenne da ein altes. Messer rein, Gedärme raus. Im Multiplayer scheint man nie neu laden zu müssen. Ja, ich würde es jetzt gerne noch einmal probieren, indem ich gleich nochmal hier sterbe. Oh, was gibt's da? Oh, ob ich meine eigene Leiche jetzt wieder sehe? Nee, okay. Aber trotzdem würde ich gerne laden. Da ist er wieder. So, Prozi, man kann so oft sterben, wie man möchte, habe ich gerade festgestellt. Aber muss noch in die Flugbuchung rein. Was? Achso, dein Dings hier. Ich dachte jetzt schon, was will ich jetzt mit einer Flugbuchung? Fliegst du denn klimaneutral, Prozi? Denkst du an deine Umwelt, wenn du in deinen Urlaub gehst? Nicht, dass sich noch jemand außen ans Flugzeug hinklebt und du dann nicht fliegen kannst. Nein, wie auch, geht ja gar nicht. Entferne ein platziertes, ja, das kennen wir ja schon. Südafrika. Ja, okay, das Land ist eh nicht klimafreundlich, von daher. Ach ja. Jetzt hängt's oder was? Nee. Okay, es geht mal zumindest nicht vorwärts. Hold to be. To do a heavy attack. Werde ich wohl nie aus der Nähe sehen. Ich wahrscheinlich auch nicht. Was ist denn jetzt los hier? Hallo? Ich glaube, wir haben ein Problem. Naja, ich gebe mal noch ein halbes Minütchen und wenn es nicht geht, dann muss ich es wohl nochmal neu starten. Aber warum? Oh, halte Tab zur Schnellauswahl gedrückt, okay. Gut, dass mir das jemand sagt. Du kannst maximal zwei Baumstämme gleichzeitig tragen. Also scheint es schön zu sein. Kommt bestimmt auch auf eine genaue Stelle an. Genau hier ist es schön. Zwei Schritte weiter rüber kannst du voll vergessen, aber genau hier kannst du echt leben. So, ich glaube, das muss ich hier einmal mit Alt F4 quittieren. So, kleinen Moment. Dann klicken wir hier nochmal auf Spielen und dann gehen wir halt nochmal rein. So. Tag 5 haben wir schon. Gibt es eine Tagesbegrenzung? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, ich kann so lange spielen, wie ich das möchte. Also nicht, also zum Beispiel, dass der sagt, nach einem Monat
ist rum oder so. Ach nee, das braucht ihr bestimmt für die Jahreszeitenberechnung, ne? Stelle Knochenrüstung mit Knochen, Seil und Klebeband fest. Wenn du auf Durst, Hunger und Ruhe achtest, bleibt deine Vitalität hoch. Vitali, bist du hoch, oder? Deine verfügbare Ausdauer ist nur so hoch wie deine maximale Vitalität. Ah, toll. Nicht, dass ich wüsste, Errungenschaft verlangt schon mal 50 Tage. Wow. So, wir sind zurück. Das nächste Mal jage ich die einfach mit Handgranaten in die Luft. So, haben die dann davon. Da sind die selber schuld. Die hätten mich nicht auf meinem eigenen Grund und Boden hier angreifen dürfen. So, wir haben ja gesehen, unterwegs finden wir Sachen. Sowas wie Seile und so. Das heißt, ich pfeife mir jetzt erstmal eine Medizin rein. Kannst du fressen wie Smarties, die Dinger? Also ist das linke Zeichen Vitalität. Das müsste dann Vitalität sein, ja? Ne, Vitalität. Vitas, Leben. Der rote Balken. Aber ich bin ja auch ein Idiot. Ich sollte vielleicht Bäume fällen. Okay, falls einer ein rot geschecktes Reh sieht, das ist meins. Behält der Kevin eigentlich seinen letzten Befehl bei oder ist das so ein originaler Kevin, der von 12 bis Mittag denkt und ansonsten einfach nichts tut? Behält es meines Wissens nicht. Okay, dann müssen wir da mal gucken, dass wir den dann wieder ein bisschen in die Spur kriegen, den armen Jungen. Bleiben also. Check. Habe ich verstanden. Was macht der da drüben? Kackt der da im Busch oder was? Was ist los mit dir? Hol Stämme. Oh, sind die Dinger wieder voll? Dann bleib mal hier. Nein, die sind leer. Du Meisenarsch. Was? Baue Unterschlupf und oder Feuer. Oh, der kann Fisch holen? Nee, hol erstmal Stämme und füll den Behälter damit. Ja, ja. So, aber dann fälle ich hier nämlich noch ein paar Bäumchen dann. Ich sehe schon, hier wird dann in ein paar Wochen kein einziger Baum mehr stehen. Alles nur noch kahle Fläche.
Aber was willst du machen? Das ist eine Notfall-Survival-Situation. Da brauchst du halt mal den einen oder anderen Baum, ne? Und wir geben uns ja Mühe, nicht allzu viel zu verbrauchen. So, da hast du Stämme, hol. Ist doch keiner weiter da, der sich aufregen könnte. Naja, doch, wenn die jetzt schon anfangen, mir die Stämme zu klauen, ne, dann regen die sich bestimmt drüber auf, dass ich hier die ganzen Stämme für mich beanspruche. Kenne ich von zu Hause solche Nachbarn. Da ist es egal, was du machst. Die haben immer was zu meckern. Und ich traue mich wetten, die haben auch irgendwo hier am Fluss schon Handtücher hingelegt, weil es ja ihr Plätzchen dann ist. Oh. So, das hier kann ich jetzt aber schon wegnehmen, genau. Meckern ist doch sozialer Standardumgang miteinander. Nee, eigentlich nicht. Also bei uns hier in den Gefilden, ja. Wenn man nicht über dich meckert, bist du quasi kein anerkanntes Mitglied der Gesellschaft. In anderen Gesellschaften gibt es sowas nicht. Das ist runtergefallen, oder? Ja. So. Treiben die Stämme eigentlich? Nee, die treiben nicht weg. Mal gucken, eventuell, wenn Prutzi dann da ist, dass wir dann eine Runde noch erkunden gehen oder so, wenn er Bock hat. So, das ist fertig. Oh, hier müssen wir noch die Tür mit einbauen. Ach, die treiben doch weg. Heute stopfe ich mir die Kekse vorher in den Mund. Könnte unter anderem eine sehr, sehr schlaue Idee von dir sein. Eventuell, vielleicht, unter Umständen. Ich habe damals zu deiner Mama schon gesagt, der Prutzi, das wird ein Pfiffikus, sag ich dir. Und
da haben wir recht gehabt, ne? Was war das? Ach, ein Reh. Ich hätte da wohl mal Bock, einen Baum so mit einer Axt zu fällen. Einfach so. Wie gut. Mensch, Kevin, was ist da los? Das Ding wird ja gar nicht voll. So, vielleicht müssen wir das Baumlager dann noch ein bisschen strategisch anders platzieren. Will ich das nicht abbauen oder muss das... Ah, kann sein, dass Prutzi das abbauen muss, weil er hat es, glaube ich, auch gebaut, ne? Ja, ja, bring du weiter Baumstämme, ich fäll weiter Bäume. Oh, Pilze. So, was sagt die Uhrzeit? Es ist erstmal Mittag und ich bin schon wieder schlafbereit quasi. So, dann trinken wir noch mal ein Stückchen Tee, ne? Prost. Heute mal mit Minze, Kamille, Grüntee und Jasmin. Dazu ein Spritzer Zitrone. Und natürlich ein Löffelchen Honig. Und was soll ich sagen? Es schmeckt wie Wasser. Aber das Gute daran ist das Gute darin. So oder so ähnlich ging doch der Werbespot. Obwohl, es schmeckt ja nicht wie pures Wasser. Frische Wäsche würde, glaube ich, am besten beschreiben, was mir durch den Kopf geht, wenn ich versuche, diesen Geschmack irgendwie zu identifizieren. Frische Wäsche.
Wieso kann ich dich nicht? Wieso kann ich euch nicht? Okay, dann müssen wir hier wohl so ein Ding dann mit inne haben, hä? Hä? Es enthält Elektrolyte. Ja, das auch. Beispiele. Shift-Tab und Einladung schicken, bitte. Ah, ja, warte. Hat er. Oh, du bist noch gemutet. Jetzt, hi. Der Prutzi. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie den Herrn Prutzler. Na? Das bin ich. Alles geklappt mit deinem Flugdings da? Ja, ich habe die Reisepassdaten einfach schon mal eingegeben, dass ich, wenn wir morgen einchecken wollen, dass das nicht ewig dauert. Du musst ja auch mal gucken, wenn du nicht für teuer Geld die Sitzplätze vorher buchen willst und wartest, bis du einchecken kannst, dann musst du halt möglichst schnell zu der Sitzplatzbuchung kommen. Und wenn du dann erst noch die Reisepassdaten eingibst, dann ist das nervig. Okay. Hüpft da ein brennendes Eichhörnchen? Ist da gerade lang gehüpft? Das kann vielleicht unter Umständen sein. Nee, ein Hase. Kann ich mal. Sind die Kisten bei dir auch wieder respawned? Mal so gefragt. Also zu, meinst du? Also der Inhalt der Kisten war... Also ich habe ja wieder geladen und dann sind die Inhalte der Kisten wieder da. Das ist ja traurig. Ja. Ja, ist da. Sehr schön. Ja, das ist aber ja... Also das finde ich ja jetzt ganz schlimm. Das ist Bug-Using vom Allerfeinsten, sage ich dir. Ja, was anderes sind sie doch von uns nicht gewohnt, oder? Ich bin auch schon gestorben oder ausgenockt worden. Ich habe irgendwas nebenbei gesehen, ja. Hat mich so ein Idiot hat mich da einfach weggenatzt. Ja, richtige Eichhörnchenplage, ne? Ja, ja. Alle wegsnatchen. War ich denn hier? Bin ich eigentlich wieder so ein Opa? Nee, heute bist du der Opa. Ja, jetzt bist du der andere. Ach so. Wow. Naja, wir wollten ja immer schon mal wissen, wie es so ist, der andere zu sein, ne? Ja. Deshalb renne ich hier auch schon die ganze Zeit hin und her und hol Holz. Ja, jeder sollte sein Holz haben. Du und dein Holz. Erst was trinken. Naja, hier oben geht's ganz schön vorwärts. Ich hab was gesehen. Ich soll was abreißen, hast du gesagt. Ich leg meine Granate hier hin. Du hast gesagt, ich soll irgendwas abbauen? Was abbauen? Ach ja, hier... Was ist denn eigentlich mit dem Schädel, den wir hier die ganze Zeit einsammeln sollen? Naja, dafür brauchen wir erstmal ein Seil. Und Seil kriegen wir, wenn wir auf Expedition gehen. Und dafür müssen wir erstmal schlafen. Hier, dieser vordere Holz-Sammeldings hier. Kannst du den wegmachen? Ja, genau, der alte Holzmichel. Ja, hab weggemacht. Danke. So, dann müsste ja theoretisch der jetzt weggehen, genau. Gönn dir doch mal ein Hörnchen. Ja. So, wie machen wir das am besten? So, dann machen wir den noch weg. War das mit dem...
Ist das schon überkochten Fleisch, was man einfach wieder drauf tut und dann wird es wieder gut? Das habe ich tatsächlich auch gesehen gestern. Das weiß ich nicht. Das hat der Andi im Chat mal mit gesagt. Das ist mir gestern aufgefallen. Irgendwie war das Überkochte auf einmal wieder gut. Dann dachte ich mir so, hä? Aber gut. Soll uns ja recht sein. Michli hier, wer will das von mir? Lebst du denn noch? So, ich glaube... Nee. Bitte was? Ich habe überlegt, ob ich alle Kisten geloadet habe. Das ist immer wichtig. Dass ich das Equipment genommen habe. So, jetzt brauchen wir nur noch 1, 2, 3, 4 Baumstämme brauchen wir jetzt noch. Hast du welche lieb? So. Achso. Jo. Da ist er wieder. Erika. Jetzt hätte ich beinahe was gesagt, ey. Wollen wir hier unsere... Was los? Oh, das war knapp. Timber. Wollen wir unsere dreibeinige Erika nennen? Können wir machen, ja. Die dachte ich auch, meinst du? Achso, nee, der Soundbefehl im Chat. Ja, geht er denn wieder? Jo, es läuft wieder. Sehr gut. So wie Shadow an die Grenzen der Statik baut, bin ich schon gespannt, falls mal einer einen Balken wegreißt. Naja, also im oberen Stockwerk haben die ja nichts zu suchen, ne? Möchte ich mal hier erwähnen. Wo ist denn dieses blöde Ding jetzt? Ach, oben komme ich jetzt dann wahrscheinlich nicht hin. Ach, da ist es. So. Ja, du warst jetzt überfordert, ne? Kevin. Warum? Spaten. Was hat er denn gemacht? Weil ich ihm vor seiner Nase das Holzlager voll gemacht habe. Ah. Naja, Plus und Plus ergeben urplötzlich Minus und ja, das war's damit, Kevin. Ja, da war ein bisschen verwirrt. So, ausgezeichnet. Aber jetzt kann er von mir aus Fisch holen, der... Wo ist er denn? Ach, hast du gesehen? Ich habe hier ein Knochenlager aufgestellt und das voll gemacht. Ein Knochenlager? Mhm. Ja, nice. Wie kann man denn Knochen mitbauen von denen? Ich habe hier einfach lauter Kannibalen verbrannt. Ach, und dann liegen die da, oder was? Die Knochen, ja. Weißt du, was echt krass ist? Wenn du da so eine Leiche von so einem Kannibalen-Typen da liegen lässt, dann kommen die anderen vorbei und heulen. Wie kleine Kinder. Was für Mimosen. Ja, ja, dann sollen sie hier keinen auf Rambo machen, ne? Ja, sollen sie halt ein Picknick machen. Das wäre so die erste Reaktion, die ich machen würde als Kannibale. Ja. Wenn sie nicht zum Krieg werden können, dann haben sie hier im Wald nichts zu suchen. Was machst denn du? Ich schieb die Kiste da ins Wasser. Das ist unser Trinkwassermensch. Ja, deshalb kann ja da eine Plastikkiste rein. Plastik, das ist nicht dreckig. So, das ist das gute Plastik. Naja, also hast du schon mal dreckiges Plastik gesehen? Ich nicht. Nee. Außer ein Schutzblech vom Fahrrad. Das ist dreckig. So, du solltest es kommen zur Expedition. Ja, genau. Jetzt laufe ich rum und sammle Baumstämme. Das ist keine Expedition. Wir gehen jetzt erstmal schlafen. Okay. Gute Nacht, Jay. Gute Nacht, Bob Jim. Achso, wir haben ja Betten. So. Gut. Es ist 5 Uhr morgens. Sehr gut. Dann trinken wir jetzt erstmal was. Oh ja. Ein bisschen waschen am Fluss. Und dann gehen wir marschieren. Fisch. Fisch snacken. Wenn die Maske mitdenkt dann. Was für eine Maske? Ja, genau. Oh. Na warte, ich koche hier nochmal ein Stückchen. So, bin dann mal weg. Ciao, dann bis die Tage. Jo, Trigetti, mach's gut, ne? Dir morgen einen schönen Start ins Wochenende. Und eventuell sieht man sich ja dann.
Du hast doch so ein super duper mega Feuerzeug, wo du echt Licht mitmachen kannst. Aber ich glaube, wir müssen uns noch ein Eichhörnchen braten. Ist ja nichts dran an so einem Vieh. Das ist dunkel. So. So, also dem hier sagen wir erstmal, dass er hier bleibt, ne? Ja. So. Dann würde ich sagen, gehen wir in diese Richtung hier. Zu dem nächsten Blinkepunkt. Mhm. Aber warte mal, dann kann man ja das hier eigentlich abbauen, ne? So. So. Oh, geil, guck mal hier. Da sind Pilze unter der Plane gewachsen. Lecker. Kräuterseitling. Ja, den können wir nur nehmen. Von Seitenbacher oder was? Seitenbacher, Kräuterseitling. Vom Seitenbacher. Aus dem Wald. Hier kommen noch echt vom Seidel. Oh. Ein paar Bärensnacken. So, jetzt wird es ja langsam hell. Hier gibt es zwei Jahreszeiten, ne? Okay, krass. Ja gut, du hast ja auch eingestellt, in welcher Startjahreszeit wir anfangen. Frühling, ja, richtig. Weil es ist ja Frühling. Jetzt Speer oder Axt? Was ist effektiver? Das ist die Frage. Also ich nehme gerade die Axt, um dem Ding frei zu machen. Du weißt, wie du Hotkeys zuverteilst, oder? Nee, weiß ich noch nicht. Ich habe nur davon gelesen. Wenn du ins Menü gehst und über dem Werkzeug hoverst, das du haben willst, und dann einfach eine Zahl drücken. Ah, okay. Das ist ja das Sinnbild. Macht er sogar. Nice. So. Morgenrot. Feinde tot. Feinde tot. Ach, gib mir eine Diegel. Eine was? Eine Diegel. Warum eine Diegel? Wenn du schon zitierst, dann musst du halt auch einfach richtig sagen, gib mir eine Barretta. Ja. Was denn jetzt? Da war so ein Spasti am Boden. Was? Ja. Da läuft er. Siehst du? Ja. Auf ihn. Mit. Messer rein, Gedärme raus. So, warte, ich würde mir einen Arm mitnehmen oder so. Als Souvenir. Oh, da sind nochmal zwei. Links von uns. Oder geradeaus. Aua! So. Erstmal geklärt, wer hier der Babbo ist. Du wolltest mal Tab probieren. Ah, okay. So. Mit Tab. Was? Ui. Wenn du lange auf Tab bleibst, hältst du so einen Rucksack hoch. Nicht mich abstechen. Die locken uns bestimmt in eine Falle. Ich gehe weiter. Ja. Das geht schon weit weg, du. Ja.
Aber die Hälfte haben wir schon geschafft. Wenn die halt nicht so brutal dunkel gewesen wären, dann würde man die auch besser sehen, ne? Aber die sind mega gut getarnt, ey. Ja. Als ob die schon länger hier im Wald unterwegs sind. Nein, ne? Aber voll unfreundlich, dass die Gästen so gegenübertreten. Wir wirken jetzt auch nicht gerade unfreundlich. Naja, wir sind eigentlich relativ unschuldig. Wir sind hier die Opfer. Wir sind hier abgestürzt. Wurde auf uns geschossen. Das würde mich noch viel mehr interessieren. Ja, die habe ich gestern noch nicht gesehen. Wen? Ach, hier die dunklen Krabbeltypen. Oh, da ist ein Zelt und... Wo? Hier rechts von uns. Was ist das? Ah, ein Skelett. Skelett ist okay. Nicht auf... Was? Nicht auf Dings einschlagen, auf irgendwelche Sachen. Die explodieren nämlich. Okay. Weil da war so eine Gaskartusche am Boden, ne? Und ich habe mit dem Speer drauf gepiekt und die ist einfach mal explodiert. Ich speichere hier mal. Sein, ne? Hast du das genommen? Ja, ich habe mit. Zwischen den Zelten? Ja, habe ich mit. Okay, sehr geil. Warte mal, kann man das Seil, das Zelt hier? Nee, das kann man nicht. Soll ich gehen eine Runde schwimmen? Huh, oh Gott, das ist eine Schildkröte. Junge. Bin schon wieder schreiend raus. Sieht echt nichts, ne? Ekelhaft. Richtig eklig. Aber das heißt, hier am Strand könnten irgendwo Schildkröten sein. Ich dachte, wir schwimmen jetzt darüber. AB. Was? Aber aufs Radio würde ich schon mal schlagen. Wird ja nicht explodieren. Meinst du? Ich hau mal aufs Radio. Ich habe ja gespeichert. Runix. Oh, stimmt. Gibt Elektronik. Das war zu erwarten. Das war aber sehr unerwartet. Genau wie der Laptop. Ja. So, ich gehe aber hier Landweg. Mhm. Nicht, dass mich noch so eine Schildkröte anknabbert. Habe ich keinen Bock drauf. Knappschildkröte. Ja. Danke für den Tipp. Leppi ist aber aus 1 bekannt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Yes, we know it's true. Und was hast du dieses Wochenende so geplant? Ich? Ja. Also ich fahre am Samstag um 15:30 zum Flughafen. Ich dachte, du verlegst schon am Freitag. Nee, also. Samstag. Freitag wäre ja morgen, da würde ich jetzt nicht hier hocken. Warum nicht? Verstehe ich nicht. Da würde ich Sachen anpacken. Koffer packen. Bist du eine Frau, oder? Ja. Wofür bezahlst du die? Chateau. Da drüben ist eine Hütte. Wo? Die Richtung, die ich gucke, ungefähr. Na gut. Da gegenüber. Hier ist ein Stein. Ein Marker. Ah, ich sehe es. Oh, das sind Dingsbums. Ui, große. Wie große? Gehen wir hin oder nicht? Ja, die sahen größer aus. Gehen wir hin oder nicht? Nee, das sind 1, 2, 3, 4. Da hinten ist gerade einer verschwunden. Und da ist... Der hat einen Sonnenbrand. Ui, da sind einige gekommen. Ah, nee. Aber die schauen echt größer aus. Der ist ein Kopf größer als die anderen. Boss. Boah, gibt das Bosse? Uff, du. Komm in den Find Out, würde ich sagen, ne? Ja, ich habe Handgranaten. Ich habe,
glaube ich auch nicht erinnern. Nee, irgendwas. Aber ich würde sagen, wir warten, bis wir die Waffen haben, weil wir haben ja hier schon Munition und dann. Ja, so eine Kugel im Kopf, da kann auch ein Kannibale nichts gegen machen. Wenn du dem drittes Auge verpasst, dann kippt er mal ganz schnell um. Mit dem dritten. Gott. Naja, mit dem dritten Auge kann halt keiner so wirklich umgehen von denen. Oh Gott. Weißt du, was ich anspiele? Groot? Nein? Nee. Quality Land. Oh. Oh ja, ich sehe es. Da ist noch einer. Die krabbeln auf Bäume. Vorsicht. Meiner liegt. Meiner liegt. Da ist noch irgendwo einer auf dem Baum gekrabbelt. Hier. Oh, zwei. Stich doch zu. Stirb doch einfach. Komm, lass die liegen. So, wir sind fast da. Ich stopfe mir mal eine Medizin ins Gesicht. Wenn die ein Loch haben, ist logisch bei denen die Luft raus. Ja, das stimmt durchaus. Dann können die auch nicht mehr schwimmen, weil dann laufen die ja voll und gehen unter. Da sind nochmal so Hütten da. Ja, ich hab's gesehen. Machen wir gleich nach dem Punkt, oder? Ja. Was habe ich mit? Guarana-Bären habe ich eingesammelt. Eis. Ja, dann mache ich Energies. Boah, wie viele? Hier sind lauter Büsche damit voll. Geil. Kann ich nicht mehr. Dann hau rein. Jetzt vertrage ich sie nicht, oder? Oh, Fliegenpilz. Was? Irgendeiner schreit hier. Komm, wir gehen zum Punkt. Oder zumindest mal auf freie Fläche, wo wir was sehen. Ach, das ist der Punkt hier. Oh, da ist so ein Joghurt, hätte ich jetzt beinahe gesagt, so ein Typi. Ja, komm, wir sind zu zweit. Jo, das stimmt auch wieder. Klang wie ein Mammut, zumindest bei Conan. Oh, shit, das sind zwei so rote Typen. Irgendwer rennt auch schon auf uns zu, ja. Ja. Warte, ich... Ist schon im Gebüsch. Ich sehe den nicht. Die kommt. Die kommt schon. Jo. Granate, Vorsicht. Das hättest du mir vorher sagen können. Noch eine Granate? Du hast mich... Oh. Du weißt schon, dass du mich voll mit der ersten Granate in die Luft gejagt hast. Nee. Also, da waren 3 Sekunden Reaktionszeit. Boah, ich Granate in dem Moment. Bitte. Bist du? Oh, wo starten wir wieder? Da bist du. Ich sehe dich. Ich hänge hinter dir. Oh. Dass wir an unser Messer kommen. Ach, die Geschichte mit der Höhle, ne? Oh, die sind ja schon da. Ach du Scheiße. Da ist ein Rucksack. Am Messerkampf, Alter. Streamverzögerung schuld natürlich, auch wenn er dich nicht erst durch den Stream mitbekommt. Hast du ihn? Nee, ich krieg ja. Ja, der liegt hier, ja. Sehr schön. Weggemessert. Hast du deinen Rucksack schon aufgehoben? Nee, mach ich jetzt. So, ich zerleg denen hier das ganze Lager. Wir randalieren hier mal richtig. Hat man jetzt irgendwelche Nachteile? Hier gibt es auch viele Seile. Ja, mitnehmen, ey. Seile? Oh ja.
Wo gibt's noch welche? Da. Ich stopfe jetzt erst noch so ein paar Guarana-Beeren rein, weil die sind echt gut. Die machen Müdigkeit, Essen, Trinken, die machen alles voll. Oh, da kommt einer, kommt einer, kommt einer. Komme. Alter, da. Au, au, au. Ah, da. Oh, hat mich. Ich guck mal, ob ich jetzt wieder bei dir rauskomme. Oder ob ich jetzt woanders komme. Nee, ich habe dich, glaube ich, gerade gesehen. Ah, hinter dir. Ich bin gleich wieder für dich da. Verschwinde. Aber wenn man da jetzt keine Nachteile dadurch hat, ist das doch eigentlich voll geil. Brauchst du ja keine Angst haben, dass du stirbst. So, irgendwann auch mal wegkommen. Das ist ein Scheißding hier. So, warte. Hier noch ein paar Sachen einsammeln. Hier sind noch richtig viele Salbe hinten am Teich. Oh, und so ein Krabbler, Krabbler. Da kommen einige Krabbler. Vorsicht. Muss erstmal gucken, wo du bist. Komm. Oh. Ja. Oh, ich lieg schon wieder. Echt? Ja. Ich muss doch mein Zeug hier erstmal einsammeln. So, was sei jetzt für ein Typ? Vorsicht, da kommt einer mit Keule. Ja, ich seh's, ich seh's. Nicht, dass ich Nachteile wüsste, okay. Es ist ja kackegal, wie oft ich hier sterbe. So, jetzt wieder zum Rucksack. Vielleicht ein paar Mumpel Medizin nehmen oder so, dass du nicht low HP bist. Ah, warte. Alter, hier noch mehr Seile drin in den Dingern. Hier, ich bin Chief. Guck. Oh, ich komme keine Seile mehr mit mir. Bist du schon? Ja, ich. Okay. So, ich esse da hinten jetzt noch so ein paar Beeren. Ah, hier gibt es noch mehr Seil, aber habe ich. Hm. Was ist denn hier? Die Karte. So, wir wollten ja eigentlich zu dem komischen Punkt wollten wir ja noch. Wir sind jetzt halt hart südlich von unserem eigentlichen Lager, ne? So, ach, so viel Medizin habe ich gar nicht mehr. Was macht ihr denn nur? Ihr hängt die ganze Zeit rum. Na klar, man kann auch mal ein bisschen abhängen. Also ich möchte bitte darauf Wert legen, dass ich nur einmal ging. Und dann wahrhaft glorios den Herrn tiefenentspannt verteidigt habe. Das ist schon wieder so ein Krabbeltyp. Ja, Pinge. So. Also, Karte. Eine Sekunde. Entschuldigung. Ihr seid ein Team, richtig. So. Also, wir müssen. Ah, ne, wir sind. Hier müssen wir irgendwie her. Tja, aber was wir hier machen sollen, sagt auch keiner, ne? Und das letzte Mal an dem Punkt, da war es irgend so ein kleiner Erdrutsch, Alter. Was denn? Ja, weil es auf einmal mega stürmt jetzt. Naja, dann gehen wir halt mal zurück, oder? Gehen wir hier Richtung noch Richtung Calvin dann. Stimmt, zur Höhle könnten wir vielleicht noch, hä? Ja, ich würde auch demnächst mich nicht verabschieden wollen. Ah, okay. Deswegen vielleicht nochmal zurück zum Lager. Oh. Hast du zufällig einen Piepser eingesammelt? Was ist denn für ein Piepser? Ein Piepser. Hast du so einen Pager? Nee.
Ich habe keinen Pager. Ich sehe mal auch nichts, was hier nach Pager aussieht. Ist das hier das Stoff? Nö. Habe ich auch nichts. Aber warte mal, wie war denn das mit dem Bogen? Handgemachter Bogen. Ich bin hier noch mitten im Lager. War das nicht so? Bogen? Achso, zwei Stücke. So, baue ich mir jetzt einen Bogen. Ja, mache ich dann auch gleich. Ich decke dich nur gerade noch ab. Jo. Okay, dann will ich jetzt. Handgemachter Bogen. Müsste ich wohl einen Stock. Oh, Krabbels. Ich baue gerade. Ach, das bist du. Ich hätte jetzt beinahe abgestochen. Handgemachter Bogen. Was noch? Einmal Klebeband. So, fertig? Mhm. So, dann machen wir hier das Zeltchen noch kaputt. Die werde ich lehren, sich hier häuslich niederlassen zu wollen. Ja. Dachte, an den grünen Orten sollten Sender sein. Weiß ich nicht. Was ist das? So, warte mal, ich mache mir noch schnell Pfeile. Pfeile. Zwei Stöcke, vier Steine, zwei Federn. Kann man auch mehr? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es geht. Ach ne. Okay. Oh. 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 Ich habe noch nicht gesehen. Ja, wo bist du? Da, beim Thron. Jetzt jo. Hier lang. Dann Krabbler. So, in welche Richtung müssen wir überhaupt wieder? Richtung Kelvin hätte ich gesagt. Blaue K. Okay, dann diese Richtung. So, nochmal schnell was trinken und dann geht's los. Bitte. Schön aus der blutverschmierten Hand erstmal was trinken. Oh, was ist das? Okay, nichts. Ich habe nichts entdeckt. Pferde wären auch ganz cool. Oder ein Wolf, auf dem man reiten kann. Oder so Mutanten. Auf dem man reiten kann? Ja. Hätte was, ja. Hältst du dem vorne einfach so einen Fuß von irgendeinem seiner Vorgänger vor die Nase? Ähnlich wie bei Minecraft. Oh, 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 was ist das? Boah, ein Riesenelch. Ein Elch? Ja. Hey, Elch, was geht? Links. Was da? Hat's geschrien? Ah, da. Ja. Schön ins Knie. Liegt. Möchte mal einen Pfeil wieder, danke.
Das ist eine Hütte, das ist ein Lager, ne? Ja. Ich wollte mir das nur mal ein bisschen genauer angucken. Oh, da unten sitzt einer. Wo? Der hat uns gesehen. Ah, zwei sogar. Wunder. So, na dann sind wir noch auf Kurs, ja, oder? Ziemlich. Oh, wichtige Frage. Können Kannibalen diesmal schwimmen? In Forest 1 sind die ja immer irgendwie am Grund des Wassers rumgelaufen. Nicht wirklich, okay. Oh, was ist das denn alles hier? Ja, es gibt wieder ganz viele Seile drin. Pass auf die Strömung auf. Oh ja. Schädel. Ich bin mittlerweile voll mit Schädeln. Aber hier gibt es auch wieder ganz viele Seile. Oh, da unten, mhm. Siehst du das? Nee, warte mal kurz. Komm zu dir. Die roten Zelte, ne? Ja, da können wir hin. Ja. Dann mach dir mal einen Kopf mit den Schädeln. Oh, guck mal da. Oh, Pablo. Der schmeißt Steine, Alter. Geht's noch? Das kann ins Auge gehen. Oh, hinter uns. Jo, ich bin den Hügel schon runter. Oh, das mit den Wasserfällen sieht aber cool aus. Na ja, lass mich ruhig alleine. Ich hab doch gesagt, ich bin schon runter. Ja, ich muss mich hier durch. Die Kröte. Ui. Ja, weggesnipert. Bist du ein Stück Schildkröte? Nein. Okay, dann nicht. Hier, guck, da habe ich drauf gedingst und dann ist das Eis explodiert. Kann man aber nicht mitnehmen, leider. Oh, Batterien sind voll. Oh, warte, hier draufhauen. Könnt ihr hier speichern? Das könnten wir tun. Also bringt ja eh nichts. Was bringt? Ach, stimmt. Kabel hinter uns. Oh, sorry. Guck mal, der hat der bei dir hier auch was fallen lassen? Oh ja. Lederbeutel. Den mach ich doch mal auf. Den kann man öffnen? Öffnen. Ja. Öffnen. Ach, das ist ein Beauty Case. Was ist das denn? Eine Auster. Okay. Ja, danke. Ja, wie gesagt, ich bin auf jeden Fall mal raus. Jo, ich speichere hier mal. Das
wäre nett. Gut, dann gucken wir mal, wo ich nächstes Mal starte, wenn ich hier raus bin. Ja, das wird ja interessant. Ja gut, so weit ist nicht mehr bis zu unserem Camp. Das ist richtig. Gut, Fritzi, dann wünsche ich dir auf jeden Fall einen erholsamen Urlaub, nicht wahr? Ja. Und dann sehen wir uns in 4 Wochen wieder, denke ich, ne? So richtig. Ja. Wenn morgen nichts geht, aber ich denke, morgen bist du ja... Ja, mal gucken. Nicht da. Ich mache das spontan. Ja, was will ich mit Corona großartig machen, ne? Ja, muss schauen, wie ich morgen am Zeit habe, je nachdem, wie wir packungstechnisch auch ankommen. Oh. Naja, ich wollte jetzt eigentlich ins Fußballstadion, in die Oper und ins Kino wollte ich dann am morgigen Tage noch machen. Ja, nice. Sag mir bitte wo. Überall, in jedes. Ja, auf jeden Fall. Ja. Na gut, Prinzi, dann mach's gut, ne? Ja, schönen Abend. Wir hören uns. Ja, tschüss. Tschüss. So, Leute, und euch werfe ich jetzt in die Pause. Und dann machen wir weiter in Days Gone. Wir haben mit Skizzo noch eine Rechnung offen, würde ich sagen, ne? So, 5 Minuten Päuschen. Bis gleich. Ein herzliches Willkommen zum Ziel... Käse. Mach's nochmal. Ja. Sind doch gar nicht beim CLP. So, und los. Guck mal, da vorne ist aber eine rote Ampel. Mhm. Okay, es interessiert dich genauso wenig. Genau. Das ist, glaube ich, die, wo ich ihn einmal fast umgeschmissen hätte und einmal wirklich, ne? Ja, ich glaube ja. Also, scheiß auf die Fracht, weil... Wo ich dann da rausgebrochen bin, kippst du um? Nein! Doch. Gastanks bei diesem Blau-Weißen. Okay, ich komme mal kurz raus, damit du mich siehst, wo ich bin. Ich sehe dich, ich weiß... Wow! Oh, shit! Move, bitch! Get out the way! Get out the way! Jawohl. Scheiße, ich häng fest. Nein. Doch. Ich komm und schieb dich weg. Warte. Ist die Abfahrt schon wieder, oder? Ja. Oh. Warte mal, ich versuch's. Also wir kriegen in jeder Abfahrt heute. In jeder scheiß Abfahrt. Du wirst nicht glauben, wie ich stehe. Ich freue mich schon. Leute, bitte. Seid ihr so gespannt wie ich? Fahren wir hier runter oder fahren wir weiter geradeaus? Geradeaus. Ich sehe nur, dass sich da in der Kurve hinten nichts bewegt. Das finde ich schon lustig. Warte mal. Hallo, Brotzi. Ich hänge hier irgendwie auf der Leitplanke fest. Ja, jetzt, warte. Wie kriegen wir dich denn da runter? Ich glaube, ich hole einen Abschleppdienst. Warte, nee, ich dotze dich mal ordentlich an, warte. Okay, dann gebe ich Gas dabei. Das hat ungefähr mal nichts gebracht. Kannst du mal mein Fahrerhaus anschubsen? Ja, warte, dann muss dann, ich gucken, dass ich erst wieder zurückkomme. Stell deinen Anhänger einfach ab, koppel ab und dann schubst mich mal. Warte, kann ich den während der Fahrt einfach abkoppeln? Ja. Also nicht während der Fahrt, sondern wenn du stehst, kannst du einfach abkoppeln. Ja. Sofort Werkstatt aufsuchen, sagt er mir. Ja, würde ich ja gerne, aber ich hänge hier fest. Weißt du, was mega lustig wäre? Du koppelst deinen Anhänger ab, es kommt einer und klaut ihn. Das geht nicht, der kann ihn doch gar nicht ankoppeln. Hoppala. Alter! Oh. Da steht mein Anhänger mitten auf der Straße und die kommen da an, ey. So, warte. Warte, ich komm nochmal. Vollgas! Motorfehlfunktion. Oh oh. Nee, das bringt nichts. Scheiße. Ah, warte! Scheiße! Nein! Warte. Warte, nochmal, warte. Ich komm nochmal. Oh, warte. Nee, da tut sich nichts. Warte. Jetzt, Vollgas! Jetzt! Nee, das bringt nichts. Ich lass mich abschleppen, verdammt. Motorfehlfunktion, um den Werkstatt aufzunehmen. Okay, ich koppel jetzt schnell an und dann kommst du auch? Mach ich dasselbe. Ja. Oh Gott, da kommt schon wieder einer. Oh Gott. Bitte nicht hier meinen Anhänger. So, Freunde, da bin ich wieder. Wir müssen nur einmal schnell hier umstellen. So.
Gut. Den Sound wieder ein bisschen hochgestellt. Und dann werden wir jetzt erstmal mit Schizo eine faire Verhandlung, wie sie Iron Mike nennen würde, führen hoffentlich. Beziehungsweise wir könnten erstmal zu Tucker gucken. Die hatten ja auch noch irgendwie Nebenmissionen, ne? Oh, da haben wir aber, was haben wir denn hier jetzt als Mission? Wir hätten, bleib bei deinen Freunden, gefällt dir die Bude, verhöhne Schizo. Sehr gerne, endlich mal eine schöne Mission. So, aber wir haben ja hier dann oben noch Kopfgeldjäger. Mehr aber auch nicht. Okay, dann verhöhnen wir Schizo und dann fahren wir hoch zu Tuck. Entschuldigung. Hey, Schizo, wie läuft's denn da drin? Gefällt dir die Bude? Deke! Deke! Red mit mir, Bruder! Ich hab's nur getan, weil... Erstens, das Camp, ja, ich bin ja. Nicht dein Bruder. Und zweitens, ich weiß, warum du es getan hast. Oh, Deke, komm! Verdammt! Es war nichts Persönliches, das weißt du doch! Es ging nicht anders! Mann, red mit Iron Mike! Sagst du's ihm? Sag ihm, dass ich nur das Camp retten wollte! Das ist alles, wirklich! Ich rede mit Iron Mike. Sobald sie dich für schuldig befunden haben, hole ich mir deinen verdammten Arsch. In der Nacht werden Boozer und ich dich fesseln. Wir platzieren dich einfach mitten auf der Straße und warten auf eine hübsche Horde. Deke, du musst mir zuhören, Bruder! Wie sich das wohl anfühlt, ha? Lebendig gefressen zu werden. Deke, ich wollte nur Carlos aufhalten. Und die Ripper. Und das Camp retten. Das ist unser Leben, Deke! Weißt du was? Ich glaube, wir warten gar nicht ab, bis sie dich schuldig befinden. Leb wohl, Schizo. Mach's gut, Schizo. Deke! Deke! Verdammt, hör mir doch zu! Deke! Tut mir... So, warte. Momentchen, Momentchen. So. Tut mir leid, Bruder! Tut mir leid! Ich wollte es nicht tun, aber ich musste. Und ich wollte wirklich nicht, dass es so endet. Deke, hör mir zu. Deke! Warum ist er das immer noch so laut, sag mal? Wie er sich da wieder rausreden will. Oh ja, da bin ich auch gespannt. So, aber jetzt gehen wir zu Tucker. Haben wir noch eine Kopfgeldjäger-Mission? Schnur ran. Schizos Hütte. Mal sehen, was sich der Gute so zusammengeklaut hat. Hä? Bevor ich zu Schizos Hütte gehe, mache ich erstmal meine Nebenmission. Wir lassen unser Bike einmal voll tanken. Moin! Einmal voll tanken. Okay, hier sind wir ja soweit durch. Okay. Schön, schön. Na dann. Ich krieg nachher was rein, komm vorbei. Klar.
So, warte. Ein paar C, dann sollten wir uns mitnehmen. Ja. Wollte gerade sagen, mit Bremsen ist heute aber gar nichts drin. Nick, bist du da? Ich hatte ein bisschen Zeit. Ich hab was für dich. Wie immer. Mann, Bruce, das ist der Wahnsinn. Ja, ich brauche echt was. Steck ein Ende. Ich fahre jetzt aber nicht wieder zurück. Nick, hey, wenn du Zeit hast, schau beim Camp vorbei. Ich muss mit dir reden. Jetzt kommen sie wieder alle hey, auf Ricky, einmal. Okay, ich bin auf dem Weg. Dicken Ende. Eines der Camps wird's brauchen. So, vielleicht schaffen wir ja heute bei Iron Mike noch Stufe 3. Alles klar. So, was ist denn hier? Ach, da. So, weiter geht's. Ein Hirsch. Manche Dinge ändern sich nicht. Manchmal spricht er ja schon so ein bisschen den Rätseln der Gute, ne? So, wir müssen auf jeden Fall unsere Nahkampfwaffe, glaube ich, noch mit reparieren. Jupp. Dann machen wir uns noch ein paar Bolzen. Sehr schön. Haben wir erstmal wieder genug Schrott verbraucht. Oh, Kerosin. Gut. Na, dann gucken wir doch gleich mal, dass wir ein paar mehr Sachen finden. So, da komme ich so nicht durch, ne? Nee, schade. So, hier noch irgendwas? Nee. So, hier einmal schnell nachtanken. Oh, Benzin. Oh ja. Ich bin ja gespannt, wenn wir dann diese eine Höhle in die Luft jagen, ob es dann weniger werden. Ups ja. Ich beinahe meinen Teebecher hier umgeworfen. Schöner Haufen Vergewaltiger, Diebe und Mörder seid ihr. Was macht ihr wohl hier draußen, ha? Huh? Auf der Suche nach leichter Beute?
Endlich, verdammt. Ja. Oh, eine Splittergranate, schön. Genau das, was der Arzt verordnet hat. Wenn die da rumballern, einfach durchboosten. So, mal gucken, wer jetzt wieder was angestellt hat und was wir diesmal als Beweis mitbringen sollen. Vielleicht mal eine Augenklappe oder sowas oder ein Piratenhut. Ach nee, Hut hatten wir erst, Cowboy-Hut, ne? Falsch, da dann. Ein Ring mitsamt den Arm. Könnte man auch machen. Das wäre quasi dann so eine Art Elden Ring. Ich habe einen Termin. So, na dann, tack, alte Socke. Deke, ach, ich habe einen Job für dich. Das schaffst nur du. Was gibt's? Weißt du noch, als ich dir die Grabung gezeigt habe? Und Essen fehlte? Ja, Wheeler hatte Wache. Er hat nicht nur Wache gehalten. Er hat uns ausgeraubt. Jetzt talkst du mit ein paar anderen nördlich von Patchens Lakes. Hey, an die Arbeit. Weißt du wo? Ja, weiß ich. Finde ja. Den Mistkerl und töte ihn. Er hat eine Taschenuhr. Sie geht noch. Bring sie mir. Wheeler, okay. Bei einer Taschenuhr ist halt das Heimtückische, wenn sie einmal ausgelaufen ist, die kriegst du nie mehr hingestellt, wenn du nicht weißt, wie spät es ist. Hups. Egal. Moment, ich mach auf. Ich habe ja auch noch eine formschöne Taschenuhr. Aus Silber. Habe ich damals zur Konfirmation bekommen. Mhm. Mache ich bei besonderen Anlässen, mache ich die sogar noch an meinen Anzug mit hin. Ich habe heute mal, ich glaube, drei oder vier Folgen habe ich heute mal auf YouTube veröffentlicht. Ich muss zu Fuß weiter. Damit wir da mal ein bisschen hinterherkommen. Ich hatte vor vielen, vielen Jahren meine. Steig doch ab. Ja, bitte, sprechen Sie jetzt. Hä? Ich muss nachladen. Wheeler, da ist der Fasker. Der Letzte! Ah, komm schon! Sieh dich mal durch! Warum läuft der Kerl die ganze Zeit durch die Gegend? Warte einfach nur, was? Mach sie fertig! Rückzug, gib mir Deckung!
Wer was wo? Hinter mir? Ah. Ich denk's mir gerade noch. Hab die Axt. Aber da doch gerade noch einer. Gerade noch einer geschossen. Ja, lauf nur rein, Alter. Wenn die so selten rumliegen, sind die fast noch gefährlicher, weil man die vergisst. Jupp. Jetzt komm schon, Kumpel. Wir wissen, wo du bist. Lass die Waffen fallen, Mann. Komm, ach, da ist der. Zeig dich, Mann. Mist. Mehr gibt's hier nicht. Na gut. So, zurück zu Tucker. Klasse. Wenn ich ihn schon mal überfahren habe, dann kann ich ihn auch ausnehmen. Fünfmal Hirschfleisch. Oh, warte mal, haben wir... Nee, wir haben keine Punkte. So, wenn wir schon mal hier sind und nur noch einen halben Tank haben, ne? Aber hier sind jetzt gar keine Freaks, ne? Gutes Timing. Oh, ups. Das war's. So, Radio Free Oregon hat sich auch schon lange nicht mehr gemeldet. Cope hat bestimmt auch einen Job für uns. Tucker, ist erledigt. Sehr gut. Jetzt weiß Wheeler wohl, dass man Ada Tucker nicht beklaut. Nein, ich schätze, er weiß jetzt so ziemlich gar nichts mehr. Ich schreib dir Punkte gut. Und wart's nur ab. Ich werd's nur schaffen, dich und Boozer zum Bleiben zu überreden. Und Teil der Familie zu werden. Ja, viel Glück dabei. Oh, was natürlich auch sein könnte, dass wir uns am Schluss entscheiden müssen, in welchem Camp wir bleiben wollen. Ne? Aber hier, ne? 21.000. Ach ne, Käse. Da. Ich dachte, wir haben jetzt Stufe 3 in Hot Springs erreicht. Nun gut. Hey, nein, nicht. Ja. Okay. Scheiße. Aufhören. Oh.
So, schauen wir schnell zum Waffen-Yogi. Aber jetzt haben wir einen Fertigkeitenpunkt. Ich glaube, bei Überleben waren wir zuletzt, ne? Waren wir da zuletzt? Verbessert die sofortige Erholung? Nee, erhöhe die Ausdauerregenerationsrate. Nee, dann waren wir vielleicht bei Nahkampf. Ja, genau, da waren wir. Die Fähigkeit längere Kombos mit Nahkampfwaffen. Das ist okay. Aber dann nehmen wir das. Noch ein Spruch, Kieferbruch. Schick. So, was hätten wir jetzt? Schnelles Rollen zu erholen, wenn du niederschlagen wurdest. Okay. Beim Sprint einen normalen menschlichen Gegner oder Schwärmer mit einem Nahkampfangriff zu betäuben. Okay. Verleihe Nahkampfwaffen die Chance auf kritische Eliminierungen bei Menschen, Schwärmern und Krabblern. Das ist auch okay. Oh. So, aber du wirst wahrscheinlich auch nichts für mich haben, ne? Nicht wirklich. Wir können aber Munition auffüllen. Gute Wahl. Medikits sind voll, das brauchen wir nicht. Brauchst du noch was? So, was ich vielleicht machen würde, ich würde rübergehen auf die hier. Kann ich noch was für dich tun? Nope, das wär's gewesen. Komm tschüss. Wieder, wenn du irgendwas brauchst. Ja, wieder tschüss. So. Jetzt haben wir natürlich hier Plünderer-Camp. In Sicherheit. Ich würde jetzt erst vielleicht das Plünderer-Camp machen. Kehr zu Iron Mike's Camp zurück und mit Ricky sprechen. Und hier müssen wir ja dann die Sprengschnüre bei Skizzo holen und dann das Ding in die Luft jagen. Nee, ich würde erst hier, weil ich denke, das ist dann hier hinten, das ist auch Story. Dann machen wir doch erst das hier. Schalten wir erstmal ein Camp aus. Moment. So, zum Frühstück. Pfeile sollten wir ja haben jetzt. Hoffe ich doch mal. Wir haben auch schon ewig lange kein... jetzt hätte ich meiner Flüchtigen gesagt. Aber ihr wisst, was ich meine. Hier diese Überlebenden haben wir auch schon ewig keinen mehr gehabt. So, Zwischenstopp an der Tanke, ne? Ja, obwohl, lassen die, glaube ich, nicht zu. Naja, wir finden zur Not schon Sprit, wenn wir brauchen. So.
Ja, statt vom Wald auf die Straße, vom Wald in den Wald, ne? So, dann gucken wir doch mal, was hier beim blauen Fragezeichen zu finden ist. Nichts. Es kommt auch noch schlechtes Wetter. So, da drüben kommt jetzt wieder eine Tanke. Gucken wir, ob wir hier mehr Glück haben. Scheinbar. Ah, gutes Timing. Das war's. Oh ja. Und dass der noch hält nach 800 Tagen. Baumelt da nur. Ich muss das Camp säubern. Alles Mörder und Diebe. Ich darf keinen von ihnen entkommen lassen. Das war einer. Ich muss es beenden. Endlich. Es würde wohl als erstes ein Problem werden, Sprit oder Ersatzreifen. Ich glaube tatsächlich, dass Sprit ein Problem werden würde. Weil es wird wahrscheinlich so sein, wie es immer so ist. Die Leute horten, haben aber keine Ahnung, wie sie es horten. Lagern es falsch. Und dadurch geht's kaputt. Was sagt ihr dazu? Hm? Jemand schießt zurück. Gefällt euch das? Ach, einer Person gefällt das. Wie war das auf Z, ne? Genau. Hey, Z. Ich würde nur Klopapier horten. Kann man ja nicht viel falsch machen. Doch, wenn du es in nassen oder feuchten Räumen lagerst,
dann zersetzt sich das Zellophan. Oder Zellophan war das, ne? Ich glaube ja. Gerade mal die Hälfte. So in etwa hieß das. Jo. Da bewegt sich was. Wo? Da war jemand. Was war das? Mist, einer zerwischt. Verdammt. Sie ist tot. Ja, wenn sie zu mir kommt, dann... Viele von euch gibt's hier eigentlich. Scheiße! Oh, geil, nicht genug. Okay, das geht nicht. Irgendwann bleibst du schon stehen. Hey, Arschloch, wir sehen dich! Hält aber aus. Nur noch einen. Das war der letzte. Sehr schön. Ihr werdet hier keine weiteren Hinterhalte mehr legen. Die sehen doch aus, als könnten sie hier einen unterirdischen Bunker haben, oder? Oh ja. Ganz bestimmt. Das hier, oder? Aber die Flamme ist immer noch rot. Heißt das, hier gibt es noch Gegner oder was ist das? Hier ist die Karte. Karte. Eine Karte. Sieht aus, als hätten sie ziemlich viel markiert. Erst 21%. Sagen wir, ein besserer Schläger. Oh, sieht aber interessant aus. Hey, was ist das? Hey. Ah ja, gut. Dann schlafen wir mal zum Morgen. Habe schon lange nicht mehr gemacht. Der ist sich sowieso immer sehr sicher, alle zu haben. Ja. Dieses Camp, ach, da sind 9 Stück drin. Und wenn die alle weg sind, dann habe ich sie alle. Och nö, jetzt fängt es an zu schneien. Und schon wieder bereit. So, hier brauchen wir ja an sich nichts. Warte mal, da ist noch was. Achso, das war das Bett. Dann können wir wieder nach oben. Okay, das ist erledigt. So, jetzt gucken wir aber, was in Skizos Bude war. Erstmal den Schnee davonfahren.
Was? So, Sicherheit, ich habe euch den Arsch gerettet. Immer wieder gerne. So, wir fahren aber zuerst nach hier hinten. Das müsste ja Skizzos Hütte sein. Der gewohnt? Auf meiner schwarzen Liste steht nur einer, Skizzo. Du. Waren das für Fotos? Ich habe diesem Arschloch vertraut. Hallo. Oi. Schätze, Skizzo wird das nicht mehr brauchen. Ich kann jetzt eine zusätzliche Waffe mitnehmen. Ah ne, ich habe die Armbrust dafür. Liegen lassen, na gut. Oh, ist das? Boah, Skizzo hat einen spitzen Abschluss. Weißt du, was da war? Ich wusste, dass er kein Gangmitglied war. Kinder. Natürlich nicht. Hallo, das ist Skizzo. Wenn er wüsste. Hey, Liberty Secret, Hallöchen. Grüß dich, wie geht's dir? Ich hoffe, du hast eine schöne Woche bisher gehabt und hast schon fürs Wochenende ein paar angenehme Pläne. So, eigentlich könnte man den Hobel nochmal schnell reparieren, ne? Falsch. Hallo? Jetzt. Mal sehen, was da geht. So, na gucken wir mal. Jetzt muss ich dieses Zeug nur noch unbemerkt in meine Hütte bringen. Warum spricht der nicht einfach mit Iron Mike? Ich weiß es nicht. Okay. Ja, danke, gut. Und bei dir alles gut? Naja, bis auf Corona eigentlich relativ gut. Ich habe mein Motorrad hier abgestellt gehabt, verdammt. Also hier so Schulter und Halswirbelsäule und so, das alles tutti. Aber jetzt schmecke ich halt momentan nichts und rieche nichts und habe es noch ein bisschen im Hals, wie man bestimmt auch so an der Stimme noch so ein bisschen mitkriegt, ne? Husten, Kopfschmerzen gehen momentan wieder zurück. Geht doch ganz easy. Miss Corona, naja. Nachtdieb war ein bisschen viel heute. Lady, ich wünsche dir eine gute Nacht, ne? Morgen einen schönen Start ins Wochenende. Ich weiß noch nicht, ob ich morgen oder Samstag streame. Ich zeig das mal, Eddie. Sicher ist sicher. Entschuldigung. Ja, nicht, dass ich das infiziert. Werde ich dann sehen. Wir wissen, was das heißt. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dass du da warst, ne? Komm gut ins Bettchen und ja, wie gesagt, bis zum nächsten Mal dann, ne? Tschüss. So, also ich habe jetzt das Dynamit und ich habe die Sprengschnur. Halt, stopp. Weg euch, die Bosujo Mesa Orange.
Thank you. Kaisune, vielen lieben Dank für 8 Monate. Vielen lieben Dank. Willkommen, willkommen. Wie geht's dir? Na, hast du schon Pläne fürs Wochenende? Ich hoffe doch sehr. Wie geht's dir? So. Ach nee, warte mal. Das ist nicht die M40, was wir von Skizo jetzt bekommen haben. Ich lass die mal noch auf dem Rücken. Sicher ist sicher. Wer weiß, vielleicht brauchen wir die jetzt dann. Müssen das Dynamit, weil die Sprengschnur nicht geht, in die Luft schießen oder so. Traue ich mich wetten. Oh. Ich kann das nicht mehr. Schon okay, mir geht's gut. Was ist denn los? Ich bin eine Tierärztin, verdammt. Ich kenne mich nur aus mit Koliken, Dämpfigkeit und Hufkrankheiten. Sieht das für dich aus wie ein scheiß Huf? Ellie? Nein, du hast gesehen, was Boozer passiert ist. Ich kann das hey, nicht. Es gibt Ellie. So viele Verwundete. Ellie. Und so viele sterben. Ellie. Deacon, ich bin keine Ärztin. Okay, vielleicht nicht. Aber wir haben nur dich. Wo ist Boozer? Mir geht supi gerade Feierabend. Wie ist bei dir? Naja, also... Okay. Du bist also keine Ärztin, aber... Ich war ja heute beim Arzt. Das Leben gerettet. Ja, und das sagt schon eine ganze Menge. Ja, das Arztgespräch, das war so informativ wie die Bedienungsanleitung von dem Luftballon. Hab quasi neue Tabletten bekommen, hier gegen Halsschmerzen, damit das ein bisschen besser ist. Dann noch ein bisschen Schmerztabletten gegen die Kopfschmerzen. Und ja, dann hat er gesagt, dann Sonntag einfach wieder einen Schnelltest machen, gucken, was der ist und abwarten und Tee trinken. Ne? Doof Arzt. Naja, was sollen sie machen, ne? Ich meine, jetzt habe ich Corona, ich nehme es halt einfach hin. Was soll ich sonst machen? So, und jetzt bauen wir uns selber Dynamit. Klasse. Ich wollte den Sprengstoff überprüfen. Sicher gehen, dass die Ripper ihn nicht geklaut haben. Und dann war ich in Skizos Hütte, nach der Sprengschnur gucken und wäre ich mal gleich hergekommen. Das hätte Zeit gespart. Verschwinde von hier, Ricky. Wir können die Höhle doch sprengen, oder? Ich komm mit. Oh, der sprengt die Ripper, nicht die Höhle. Als ich klein war, fand mein Vater ein Rattennest unter einem der Schuppen. Willst du wissen, was dann? Ganz kaum erwarten. Er wartete bis zum Morgen und als sie alle schliefen, legte er Sperrholz über das Loch und ließ mich den Gartenschlauch holen. Und dann sagte er, das werde ich nicht vergessen. Er sagte, Ratten tötet man am besten durch Ertränken. Du willst das Reservoir über dem Camp sprengen? Das könnte klappen. Deacon, Sie wollen in Frieden ruhen, ich helfe Ihnen dabei. Deacon, das kannst du nicht. Warum nicht? Wegen Iron Mike? Wegen einem verdammten Vertrag? Du weißt, ich will Skizzo den Hals umdrehen, aber er hat recht. Carlos gibt nicht auf, Ripper geben nicht auf und du weißt es. Das ist doch eher was Persönliches. Ja, es ist persönlich. Okay. So, jetzt befinden wir uns auf dem persönlichen Rachefeldzug. Stimmt, Boozer, was sollen die machen? Ich komm zum Tor rüber. Bist du bereit? Ja. Ich bin schon unterwegs, Bruder. Okay, ich bin fast da. Also mein Teekonsum ist jetzt am Tag auf gut 4 Liter gewachsen. Ich muss laufen, ich kann... Ach nee, das ist gar nicht mein Moped. Staudamm, ja, ich denke auch, dass er einen Staudamm in die Luft jagt. Was aber wieder kontraproduktiv für unseren Strom sein könnte, ne? Nettes Gewehr. Oh ja, ein kleines Geschenk von Skizzo. Sag mir Bescheid, wenn du es ihm zurückgeben willst. Aber klar doch. Ach ja, wieder mal ein Ausflug unter Freunden. Verdammt, Skizzo. Was stellen wir später mit dem Mistkerl an? Wir wollen doch nicht, dass Iron Mike ihm den Prozess macht, oder? Das stimmt nicht. Gut, was machen wir jetzt? Ich kenne die Gegend ziemlich gut. Sarah, sie
arbeitete südlich der Iron Butte Ranch. Ich habe sie früher oft zum Lunch abgeholt. Und beigebracht, man fährt. Jesse, Carlos, wie auch immer sich dieser Vollidiot nennt, hat sich in dem alten Golfresort breit gemacht. Südlich der Lodge liegt der Crescent Lake Stausee. Wenn wir den Damm sprengen, strömen die Wassermassen ins Tal und sie ersaufen alle wie die Ratten, wie die Ratten. Ja, aber die Lodge liegt auf einem Hügel. Ja, ja, sie wird der Flut sicher standhalten, aber die Wassermassen werden viele Ripper auf dem Gelände mitreißen und töten. Wenn Jesse überlebt, rechnet er nicht mit uns. Ganz genau. Toller Plan. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, wie er unbemerkt ins Iron Butte-Tal gelangen konnte, hm? Ich bring uns da schon hin. Tu dich gut fest. Naja, so mein Standard-Teeverbrauch seit 1.1. dieses Jahres. Ich bin ja komplett umgestiegen. Ich trinke nur noch eine Tasse Kaffee morgens, wenn ich in der Arbeit bin. Und ansonsten nur noch Tee. Da liege ich so bei 2 Liter am Tag normalerweise. Ui, ui, ui. Was wiederum bedeutet, ich trinke mehr Tee als die Ostfriesen. So, jetzt gucken wir doch mal. Echt jetzt? So. Munitionskiste, hoffe ich. Ah ne, erste Hilfe, okay. Gut, Boser, fahren wir weiter. Was ist mit deinem Zahnstocher? Ich sehe sie! Komm schon! Ihr verdammten Ripper! Oh nein! Ach, Buser. Das ist für euch! Haltet sie auf! Wir sind hinüber! Sie sind frei! So, leise ist hier wohl nicht. Noch mehr Ripper. Oh ja, Cashewkerne bin ich dabei. Wobei ich sagen muss, es ist eigentlich egal, was ich esse. Es schmeckt fast alles gleich. Wo du bist. Alles okay? Es ging mir schon besser. Ja, ich hoffe, dass der relativ schnell kommt. Okay. Ich bin dabei. Unterschiedliche Aussagen. Bei einer Freundin war es nach 2 Wochen wieder da. Andys Lady hatte gesagt, dass sie knapp 2 Jahre drauf warten musste. Also von daher muss ich jetzt mein Motorrad wiederholen. Hoffe ich natürlich, dass es relativ zügig geht. Aber man wird sehen. Ich berichte euch auf jeden Fall, wenn ich wieder was schmecke. Bequem auf meinem Motorrad, ja? Schön. Ich habe aber auch schon gesagt, solange ich gar nichts schmecke, ne?
kann ich jeden Tag einfach nur Magerquark essen, ohne irgendwas dazu. Schmeckt ja eh alles gleich. Wir müssen jetzt nach Süden. Ich komme schon. Also ab und zu esse ich ja diesen Quark, aber da habe ich von Taste White Chocolate Kokos und das schmeckt halt original wie Raffaello und da brauchst du wirklich nur eine Messerspitze voll für 500 Gramm Quark und das schmeckt wie Raffaello Creme. Original, richtig gut. Gab's noch was? Du, was? Pilze. Also Pilze mag ich vom Geschmack her nicht, von der Konsistenz her nicht, vom Geruch her nicht. Okay. Oh, guck mal. Hey, was machst du da? Ich dachte, ich trage den Sprengstoff kurz darunter und frag mal, ob sie ihnen was ausmacht, wenn wir sie hochjagen. Rose. Komm, du hältst mir mit Skizzos Gewehr den Rücken frei und ich platziere die Ladung. Oh, Moment. Hey, ich pack das. Ich bin kein guter Schütze, aber mit Sprengstoff kenne ich mich aus. Ich habe auch schon Sprengladungen gelegt, Bosa, in Afghanistan. Ich weiß, wo man sie platziert. Gut, dann sag mir wo, wenn ich da bin. Ziehen wir es durch? Ja. Okay. Also ich kann euch sagen, als ich in Afghanistan war, habe ich nicht so viele Dämme gesehen. Okay, ich werde den Turm darauf steigen, dann kann ich den Damm von überall einsehen. Ich warte hier, bis du oben bist. Ich finde Pilze super. Es wundert mich sehr, dass mich die Konsistenz nicht stört. Naja, Geschmäcker sind ja verschieden, ne? Bist du bereit? Ich gehe dann rein. Na klar, bin ich bereit. Wo bist du denn? Unten bleiben und schnell sein. Verstanden, Bruder. Usa. Ach, egal. Los, los! Wo ist er? Ach, da ist er. Wo soll die erste Ladung hin? Siehst du das zweite Gerüst da vorne? Oben auf dem Damm? Auf Position. Afghanistan ist schon eine krasse Gegend. Okay, jetzt die erste Ladung. Ist ein schönes Land. Sehr rau. Fertig. Naja, für unsere Verhältnisse okay, halt, ne? Dann gehe ich jetzt zur nächsten rüber. Gut gemacht, Bluesman. Weiter so. Machst du das? Ich sagte doch schon, ich schaffe das. Ich fragte nur, wenn er was wegen Geschmack bisher nicht gegessen hat. Jetzt der zweite Sprengsatz. Naja, es liegt nicht daran, dass ich sie noch nie gegessen habe. Alles klar. Dick? Ich mach das, Buse. Ab und zu gibt es ja auch hier diese tiefgefrorenen Pizzen. Die gibt es ja auch nur mit Pilzen, ne? Da bekomme ich halt auch guter Schuss. Teilweise Sodbrennen von, ne? Danke. Wobei ich nicht weiß, ob man von Pilzen Sodbrennen bekommt. Machst du das? Wow, wow, wow. Ich sehe sie. Ich mach das schon. Und die nächste Sprengladung? Sodbrennen ist ein Grund auch, wenn ihr es noch nicht hört bei Pilzen. Unten am Fuß des Damms. Okay, bin unterwegs. Ja, wie gesagt, es fällt halt ab und zu bei diesen Tiefgefrorenen mit auf und da das Einzige, was ich mir halt erklären kann, okay, sind die Pilze. Dritte Ladung. Auf Position. Beweg einfach deinen Arsch. Okay, mach du das mal mit einer Hand und einem Messer. Komm schon, Mann. Ich hätte auch manchmal gern so eine Klingenhand. Fertig. Das sind Ripper. Wo? Ich hab sie. Ein paar Ripper weniger. Gut gemacht.
Ja, weiter so. Ja, wie gesagt, ich mag sie sowieso nicht. Vierte Ladung. Aber wäre ja langweilig, wenn jeder Mensch immer dasselbe mag. Das war der letzte. Mögen würde. Ist auch gut. Entschuldigung, habe ich gepennt. Ich mache ja schon so schnell ich kann. Na los! Na los! Hock, wie er einfach weggeflogen ist. Ach du Scheiße. Oh, bist du okay? Ja. Ja, ich glaub schon. Außer warte, war das etwa schon? Der wird nie alt, was? Nee. Finden wir Jesse. Ja. So, dann statt mir Carlos doch mal einen Besuch ab. Wie viel Loot gibt's denn jetzt da drüben? Bin mal eben kurz weg. Okay. Da war aber nicht der Staudamm vom letzten Mal, sah irgendwie anders aus. Ein bisschen, ne? Obwohl, doch, könnte sein. Wir sind das letzte Mal nur da unten durch diese kleinen Dinger sind wir ja dann nur durchgegangen. Bruder, das war eine echt großartige Leistung. Ja, ich dachte ein paar Mal, ich wäre geliefert. Es tut mir echt leid. Was zum Teufel redest du denn da? So lebendig war ich nicht mehr seit... Oh, Scheiße. Weißt du noch diese Sache mit der Horde in Tamelo? Wir sind noch nicht fertig. Achso, das war's okay. Ja, mit der Armbrust hätte ich hier vielleicht das ein oder andere kleinere Problem dann gehabt, ne? Wie viele haben wir erwischt? Keine Ahnung. Aber sie hatten es verdient, oder? Ja, das hatten sie. Wir alle, Mann. So, mal gucken, ob es einfach nur eine Cutscene ist oder ob ich jetzt wirklich da in diesem überschwemmten Gebiet suchen muss. Wir müssen jetzt wohl zu Fuß weiter. Willst du bleiben und streunende Ripper von meinem Bike fernhalten? Tja, ich glaube, das muss uns keine Sorgen machen. Und das hier? Das geht auf Jesse. Er will sich rächen. Ich werde ihm zeigen, was Rache ist. Wir kommen zurück. Komm schon, gehen wir zur Lodge. Wie gesagt, direkt hinter dir. Scheiße. So hat es sicher nach der Sintflut ausgesehen. Die Flut riss alle Sünder mit sich. Ja, nur dass Gott mit dieser hier nichts zu tun hat. Ja, du weißt, was ich meine. Scheiße, mehr Ripper. Wie haben die überlebt? Oh, haben sie nicht. Sie wissen es nur noch nicht. Deke, linke Seite! Linke Seite! Ja, ich mach das. Ich sehe nicht. Hey, hier drüben bin ich, du Drecker!
verdammt. Ist das Boozer? Oh. Habe ich wohl gerade auf Boozer geschossen. Komm schon. Suchst du Streit? Brecher. Gottverdammter Brecher. Oh ja, das ist ein Brecher. Hey, ihr drückt mir nicht so Brecher. Oh, kommt schon, ihr Mistkerle. Los! Ja, Boozer, bleib ruhig da. Junge, Junge, Junge. Und noch mehr Beute. So, da kommt Boozy. Wir haben noch was vor. Da sind Männer! Nein, vergiss es! Nicht aufgeben! Ist frei! Ich geb dir Deckung! Über mir oder was? Er sucht nach dem Weg. Zurückziehen. So. Wie Boozer halt einfach vorrennt, ne? Sie suchen. Oh ja, bringen wir es jetzt endlich zu Ende. Sind die Kerle noch durchgeknallter als sonst? Ja, Mann, die müssen sich den Rest. Es sei statthaft, Brüder und Schwestern. Du wirst da niemals hinkommen. Ich hab doch noch Granaten. Verdammt. Hier. Mist. Ich helf dir hoch. Okay, hör zu. Wenn mir irgendwas passiert, dann erst ein Weg. Du musst. Nein, pass auf. Das ist nicht Carlos da oben, okay? Nicht der Gründer von Rest in Peace. Es ist der Arsch Jesse Williamson. Ein elender Mistkerl und Versager, der bekam, was er verdient hat. Okay? Jetzt geh verdammt nochmal darauf. Und bring den Scheißkerl um. Junge. Hat er mich jetzt mit Drogen gedingst? Steig jetzt hinab, Bruder! Steig jetzt hinab! Deacon Sanger! Erniedrigt vom kleinen Jesse Williamson! Erniedrigt! Mann, ich drück doch ausweichen! Erinnerst du dich an damals? Carlos, du und Bruce habt mich gehalten! Und Jack verbrannte meinen Rücken! Diese Erinnerungen haben mich behindert! Er steigt Jack! Dachte, ich will. So, jetzt nochmal, aber ohne das Ups.
Guck mal, ob er jetzt ein bisschen besser ausweicht. Nein, tut er nicht. Erniedrigt vom kleinen Jesse Williamson. Erniedrigt. Oh, erinnerst du dich an damals? Du und Fuse habt mich gehalten. Und Jack verarmte meinen Rücken. Diese Erinnerungen haben mich behindert. Jack dachte, ich wäre verrückt. Aber ich wusste. Ich wusste. Was wusstest du? Ich sehe es. Ich sehe es. Der Weg ist mir offenbar. Ich würde ihn jetzt zu Boozer runter. Ich hätte ihn jetzt zu Boozer runtergeworfen. Ruhe in Frieden, Jesse. Ja, durchaus. Da hat er mehr gelabert. Erledigt? Ja, erledigt. Und allein hätte ich es nicht geschafft. Es tat gut, mal wieder draußen zu sein, weißt du? Ja, so ein Ausflug kann man sich mehr gönnen. Doch ich muss sagen, Scheiße schaufeln, Unkraut zupfen. Ja, das ist vielleicht auch nicht das Schlechteste. Ja. Actionurlaub, ja. Survival-Urlaub quasi. Jesse ist tot. Wie viele gibt es wohl noch? Leute, die wir von früher kennen. Keinen. Rosa, sie sind alle tot. Shit. Tut mir leid, Mann. Ja, mir auch. Los, machen wir, dass wir hier wegkommen. Ist Enforcer, war das ein Rang beim MC? Weil Bowser, der ist Sergeant at Arms. Der ist ja hier Ausbildung, Waffen und sowas, ist das ja, ne? Wie gesagt, ich weiß, es ist schon ein paar Jahre her. Ich dachte wohl mit meiner Elizabeth an deiner Seite und so. Was hat es da noch für einen Sinn, dir die Ohren voll zu heulen? Und dann, damals, als die Hölle losbrach, da dachte ich, du bist gar nicht da. Oh, das ist dir scheißegal. Verzeih den Ausdruck. Darum bin ich wohl hier. Weil ich mir nicht sicher bin. Ich hoffe, es gibt dich. Ich hoffe, es gibt einen Grund für diesen ganzen Scheiß. Das war's. Wir reden ein andermal. Oh, Amen. Dick? Ja, Ricky hat mir gesagt, dass du hier bist. Oh! Es liegt nur an den verdammten Knien, weißt du. Darum habe ich so lange nicht mehr gebetet. Ja, ich bin kein sehr großer Kirchgänger. Und das war auch nach der Hölle in Sherman's Camp noch so. Doch jetzt, nach all dem, da dachte ich, tja, vielleicht wird es Zeit. Ich hatte keine Wahl, Mike. Oh, jeder von uns hat eine Wahl, Deke. Bis wir sterben. Das stimmt. Es sind die oder wir. Es sind immer sie oder wir. Immer. Und genau deswegen sind wir verdammt. Weil wir nicht begreifen, dass wir jede verdammte Seele einschließt, die nicht nach elender Scheiße stinkt und uns fressen will. Weißt du was?
Es passt dir vielleicht nicht, aber die Welt ist, wie sie ist. Ja, ist so. Beten ändert daran nichts. Sich etwas anderes zu wünschen, verändert leider gar nichts, Mike. Mit Wünschen hat das überhaupt nichts zu tun. Wir formen die Welt, wie sie ist, durch unsere Taten. Wir alle. Ich ließ ihn gehen. Schizo? Schizo. Er hätte keinen fairen Prozess gekriegt. Du hast ihn laufen lassen. Ich schick ihn fort. Keine Rückkehr. Scheiße nochmal, Mike. Hast du überhaupt eine Ahnung, was du da gemacht hast? Ja. Einen weiteren Mord verhindert. Und weißt du was? Es fühlt sich ganz gut an. Ah, der Kopfgeldjäger ist jetzt wieder unterwegs. Ah, 92% erst. Und fast. Wir haben es fast geschafft, 25.000 bei ihm zu haben. Oh Gott, nee, möchte ich nicht. Was haben wir da? Lost Lake Camp. Ich war abgelenkt. So, mal kurz auf die Karte geguckt. Naja, erstmal heilen. Hier kann ich ja nicht speichern, ne? Nee, muss ich zum Bike. Was möchtest du? Ich möchte speichern. Oh je, wieso denn oh je? Was denn los? Skizzo lebt weiter, also noch weiter was zu tun. Naja, wir sind ja auch erst... Ah ne, warte. Wir haben ja auch noch einiges zu tun. Hier hinten gibt es zum Beispiel noch jede Menge zu entdecken. Hier habe ich keine Ahnung, wie weit es noch geht, obwohl hier ist relativ Ende. Hier hätten wir noch ein Gebiet, was man entdecken könnte vielleicht. Ich weiß es nicht. Hier hätten wir vielleicht noch ein bisschen was zum Entdecken. Ja, und hier, da ist ja auch noch irgendwie... Sieht aus wie so eine Forschungsstation hier mit der Bobbel und dem Zeug hier, ne? Da ist auch noch so ein großes Gebäude. Hier eher nicht so. Okay. Naja, ein bisschen was noch. Okay, war nicht gut. Ja, das ist heute so. Alles gut, Andi, alles gut. Aber ich hoffe, ich trigger jetzt keine Mission, wenn ich zu meinem Motorrad gehe. Weil ich würde jetzt dann ganz gerne speichern und dann beim nächsten Mal weitermachen. Oh, warte mal. Ganz kurz ein Schnellspeichern. Deacon, scheiße, Mann. Als die Ripper kamen, dachte ich echt, wir gehen alle drauf. Ach, ist ja gut. Ja, schönen Tag noch. Deacon, sei vorsichtig da draußen. So, Freunde. Ich gehe mal eben ganz kurz gucken, ob es eventuell noch jemanden gibt, wo ich euch jetzt dann hinverfrachten würde. Jemanden, den ich euch anvertrauen würde. Aber von meiner Liste ist keiner mehr da. Weiß nicht, ob ihr sagt, ihr habt noch irgendjemanden, wo ihr gerne hin möchtet. Dann gerne raus damit. Ansonsten würde ich das ganze Ding jetzt hier dann beenden. Dann mal gutes Nächte gewünscht allen hier und bis demnächst. Ich werde auch Bettchen schlüpfen. Ja, wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich morgen streamen werde. Beziehungsweise am Samstag. Muss ich mal gucken. Je nachdem, ob ich hier ins Fußballstadion, Kino, ne, weiß man ja nicht.
Dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Ja gut, wenn dementsprechend jetzt nicht noch ein Vorschlag kommt zur Weiterleitung, würde ich das ganze Ding jetzt dann hierauf switchen. Werden wir doch sehen. Wenn dann bestimmt wieder abends. Ja, also wenn dann wieder so gegen 20 Uhr so im Groben. Gut, Freunde, dann sage ich vielen lieben Dank, dass ihr mir hier ein bisschen beim Döneken machen zugesehen habt. Ich wünsche euch morgen einen super Start ins Wochenende. Falls ihr was vorhabt, wünsche ich euch viel Spaß dabei und ansonsten sehen wir uns eventuell morgen. Und wenn nicht am Wochenende, dann hoffe ich doch, dass wir uns dann am Dienstag gesund und munter und hoffentlich wieder mit voller Stimme dann wiedersehen, nicht wahr? Gute Nacht, gute Besserung, Dankeschön, Dankeschön. Dann schlaft jetzt dann mal alle schön, ne? Macht's gut und Tschüssikowski!